Ja, ich erinnere mich auch noch nicht mehr daran, ob es eine E-Mail war oder ein Telefonat, aber ich erinnere mich an den Inhalt. Ich sagte nämlich, zu Klimaflüchtlingen würde ich keine Vorträge halten. Das war gar nicht so böse gemeint, aber ich möchte mit Ihnen dieses Thema Migration ein bisschen genauer angucken und dann kommen einem wirklich Zweifel auf, ob der Klimaflüchtlingsbegriff besonders sinnvoll ist, wenn wir über Klimawandel und Migration oder Wanderung sprechen. Ich muss auch gleich vorweg sagen, ich behandle nicht alle Migrationsformen, nicht alle Ursachen, die mit dem Klimawandel zu tun haben, mit Migration, sondern vor allem das, wo ich selbst forsche, und das ist küstenorientierte Gebiete, das heißt Meeresspiegelanstieg, Zunahme von Wirbelstürmen, Zunahmen von Überschwemmungen, Sturmfluten und die Wirkungen auf den Menschen. Das ist sozusagen das Thema, das ich mit meiner Arbeitsgruppe vor allem bearbeite. Ich spreche also nicht über Dürren. Auch dort gibt es natürlich Veränderungen, die Migration anstoßen können, sonst geht bei mir tatsächlich mehr um die Küstenräume und noch spezieller um die Küstenräume des sogenannten globalen Südens. Sie könnten auch sagen, der Schwellen- und Entwicklungsländer, weil dort ja sozusagen auch immer die großen Fragen auftreten. Ich habe hinter mir Ihnen schon drei Fotos mitgebracht. Ich möchte das ein bisschen an Fallbeispielen machen, dass man nicht immer so auf einer ganz allgemeinen Ebene bleibt. Was Sie auf der linken Seite sehen, ist das Ganges-Pamaputra-Delta. Großteil davon gehört zu Bangladesch, ein kleinerer Teil zu dem Bundesstaat Westbengalen in Indien. Das ist ja einer Gegend, die immer im Zentrum der Diskussion steht, wenn es um Klimaflüchtlinge geht. Das hat einfach damit zu tun, dass das einer der dicht besiedelsten Räume der Erde ist. Das heißt, wenn dort was passiert, dann betrifft das immer potenziell Millionen von Menschen. Auf der rechten Seite sehen Sie auch, dort sind wir auch forschungsmäßig tätig, die Nordküste von Java. Dort steigt im Moment der Meeresspiegel weltweit am schnellsten, mit deutlich höheren Raten als im globalen Durchschnitt. Und deswegen ist sozusagen Nordjava, die Küste Nordjava, so ein bisschen der Spielground der Forscher weltweit geworden, weil man dort Dinge beobachten kann, die in anderen Teilen der Welt vielleicht erst in 100 oder 200 Jahren in diesen Beträgen wirklich sichtbar sind. Dass die Geschichte in Nordjava nicht so einfach ist, werde ich Ihnen gleich nachher noch präsentieren. Das heißt, ich habe mich getäuscht. Unten ist dieses Bild von Nordjava. Auf der rechten Seite sehen Sie die Westküste Afrikas, mein drittes Beispiel, das ich nur relativ kurz ansprechen möchte. Dort, wo die massive Erosion dazu führt, dass halbe Städte mittlerweile im Meer verschwinden. Und das ist ein relativ schneller Prozess in der Gegend, vor allem in der Elfenbeinküste und vor allem in der Gegend östlich der Volta-Mündung in Ghana bis nach Togo hinein. Auch das möchte ich Ihnen noch vorstellen. Meine zentrale Frage ist aber, gibt es überhaupt so etwas wie eine substanzielle internationale Migration aufgrund des Klimawandels und des Meeresspiegelanstiegs? Ist das eigentlich überhaupt zu erwarten? Wir hören ständig von diesen Millionen von Menschen, die auf dem Weg sich befinden nach Nordamerika und nach Europa, und dieser Prozess wird immer stärker angetrieben durch den Meeresspiegelanstieg und den Klimawandel. Ich möchte das mal in Frage stellen, weil das gar nicht garantiert ist, was dem so ist. Das heißt, der Schwerpunkt liegt hier auf international, dass wenn die Überschwemmung kommt, sie kurzzeitig ausweichen müssen, ist überhaupt keine Frage. Natürlich gibt es Bewegungen von Menschen. Die Frage ist nur, ob diese großen millionenhaften Flüchtlingsströme tatsächlich realistisch sind. Das wissen wir immer nicht, was die Zukunft angeht natürlich, aber wir können aus der Vergangenheit schon einiges lernen über das, wie über Migration oder Nichtmigration entschieden wird. Und dann mit verbunden ist die Frage, und dann bin ich sozusagen bei meinen Eingangssätzen wieder, gibt es sowas wie eine internationale Umwelt- und Klimaflüchtlingskonzentration? Also gibt es überhaupt sowas wie Klimaflüchtlinge? Jetzt kann man sozusagen das auf eine sehr, sehr legalistische Weise ansprechen und kann sich sozusagen das Völkerrecht angucken. Und damit möchte ich hier den Fall von Dione Kitiota ansprechen aus Kiribati. Das war so 2012, 2013 bis 2015 sozusagen der weltweit meistbeachtetste Fall eines Klimaflüchtlings. Dione kam mit seiner Familie 2007 nach Neuseeland von Kiribati aus. Mit einem kurzfristigen Visum, das dann auslief, erlebte dann in Anführungszeichen illegal in Neuseeland einige Jahre, wurde dann sozusagen von der Polizei gefunden, sollte ausgewiesen werden und dann über mehrere Instanzen stellte er Anträge, dort als Klimaflüchtling anerkannt zu werden und Asyl in Neuseeland beantragen zu können. Die Geschichte zog sich einige Jahre lang, ging durch alle möglichen Distanzen, bis der High Court in Neuseeland, ich glaube es war 2012, die erste Entscheidung getroffen hat, die dann nochmal zum Supreme Court gehen sollte, dann aber dort gestoppt wurde. Und der oberste Richter von Neuseeland hat ganz interessant die Ablehnung begründet, warum Dione trotz seiner zwei Kinder, die in Neuseeland geboren worden sind, Englisch sprachen, trotz
dass er schon seit 2007 im Land war, keinen Asylstatus bekommen sollte. Das eine ist sozusagen die Genfer Flüchtlingskonvention. Das ist sozusagen eine sehr juristische Argumentation. Es gibt deshalb international keine Klimaflüchtlinge, weil die Genfer Flüchtlingskonvention, die völkerrechtlich sozusagen das wesentliche Dokument ist, Klimaflucht nicht als Ursache für Asylansprüche akzeptiert. Das heißt, religiöse, politische Verfolgung, alles das wird akzeptiert, aber Umweltflucht ist hier kein Tatbestand, zumindest bis jetzt noch nicht. Die Begründung aber des höchsten Gerichtshofs von Neuseeland für die Ablehnung des Antrags oder des Falls von Ioane war eigentlich ganz interessant. Der höchste Gericht hat nämlich zwei Dinge gesagt. Das eine ist, es kommt nicht darauf an, ob in Kiribati tatsächlich der Meeresspiegelanstieg problematisch ist. Und das wird auch gar nicht bezweifelt. Kiribati ist ein kleines Inselstaat mit ungefähr bisschen mehr als 100.000 Einwohnern. Und wenn die bisherigen Prognosen stimmen, wird Kiribati tatsächlich zu großen Teilen in wenigen Jahrzehnten unter Wasser stehen. Das ist nicht die Frage, sagt der Oberste Gerichtshof, sondern die Frage ist, tut der Staat alles, um seine Bevölkerung zu schützen? Oder andersrum, gibt es Hinweise, dass der Staat eben nicht alles tut, um seine Bevölkerung zu schützen? Weil das wäre dann sozusagen der Grund, ihn als Flüchtling anzuerkennen, wenn sozusagen der staatliche Schutz nicht da wäre und der Staat nicht alles täte, um ihn zu schützen. Die zweite Begründung war fast noch interessanter. Die sagt nämlich, dass die Naturwissenschaften nicht in der Lage sind, wirklich gerichtsfeste Belege dazu zu bringen, dass der Klimawandel das Leben in Teilen der Welt unmöglich macht. Dieses Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten, mit Szenarien, die letztlich ja Geschichten sind, die stimmen können oder nicht, es hat nicht sozusagen die Qualität, dass in so einem Fall vor Gericht das als Entscheidungsgrundlage wirklich belastbar herangezogen werden kann. Jetzt könnte ich mir das an diesem Punkt schon einfach machen, es gibt keine Klimaflüchtlinge. Und der Fall in Neuseeland hat das eigentlich auch nochmal bestätigt. Das heißt, Klimaflüchtling wäre ohnehin juristisch ein extrem problematischer Begriff. Und deswegen wird er auch, und das war ja unsere Diskussion heute, eigentlich sinnvollerweise nicht mehr besonders verwendet, außer in den Massenmedien oder wenn ich Hysterie erzeugen möchte. Das heißt, eigentlich ist sozusagen Klimaflüchtling fast ein alarmistischer Begriff, der vielleicht aus irgendwelchen politischen Motiven verwendet wird, in der Forschung aber sinnvollerweise kaum mehr vorkommt. Ich möchte gleich nochmal darauf eingehen, aber Ihnen zwei Dinge zeigen. Das ist manchmal, wenn ich schlechte Laune habe, nenne ich das Badewannenmodelle. Das heißt, man hat irgendwelche topografischen Modelle von Teilen der Welt. Das kann großmaßstäblich sein, kleinmaßstäblicher sein. Und dann setzt man sozusagen mit einer roten Farbe die Flächen unter Wasser, die unter Wasser stehen würden, rein rechnerisch, rein topografisch, ganz simpel gedacht, wie in einer Badewanne, die ich volllaufen lasse, wie viele Menschen potenziell betroffen sind. Also wie viele Menschen sind in diesen dunkelblauen Regionen, hier ist es dunkelblau eingezeichnet, tatsächlich betroffen. Ich habe das für Asien nochmal vergrößert und Sie sehen gerade im Gange des Brahmaputra-Delta, aber genauso im Mekong-Delta, in vielen anderen größeren Delta-Gebieten Asiens, sind das sehr, sehr große Flächen, die bei einem Meeresspiegelanstieg von einem Meter, den manche Prognosen bis Ende unseres Jahrhunderts erwarten, unter Wasser stehen würden. Ich sage immer, wenn ich schlechte Laune habe, sind das für mich Badewannenmodelle. Ich weiß, dass es ein bisschen despektierlich ist, weil die Arbeit natürlich von Geoinformatikern, die an solchen Dingen arbeiten, nicht diskreditiert werden sollen. Aber es ist trotzdem eine sehr naive Vorstellung, die dahinter steht. Das heißt, ich kann im Prinzip einfach Modelle fluten, kann ausrechnen, wie viele Menschen in diesen dann überfluteten Gebieten leben und wüsste sozusagen die Millionen Menschen, die auf der Flucht sein müssen, ihr Land verlassen müssen aufgrund dieser Bedingungen. Nichts ist davon von der Rede, dass sich Menschen schützen können. Nichts ist von Infrastruktur Rede. Die kleinräumige Topografie geht vollständig unter. Und es könnte ja gut sein, dass zwar große Flächen unter Wasser stehen, das heißt, die Menschen aber die Gegend trotzdem nicht verlassen. Das wird hier suggeriert, als ob es die Frage gar nicht gäbe. Und das stört mich manchmal dran. Man kann aber auch sagen, dass der Diskurs, die Diskursrichtung relativ eindeutig ist. Jetzt würden Sie diese Grafik von hinten nicht lesen können. Es kommt mir auch gar nicht drauf an. Ich vereinfache das gleich nochmal. Aber Sie sehen, das ist so eine Abbildung von meiner Kollegin Felicitas Hillmann aus Bremen und Berlin, die über solche Themen arbeitet. Und es zeigt eigentlich sozusagen die Shift dieser Begrifflichkeiten von den Begrifflichkeiten der 80er Jahre, wo Environmental Refugees noch sehr stark im Zentrum steht, bis immer relativierendere Begriffe bis unsere heutige Zeit hinein. Und es geht mir auch gar nicht so sehr um die Begriffe, sondern es geht mir eigentlich sozusagen in der Wissenschaft um die Einsicht, dass Umweltveränderungen durch den Klimawandel, den ich nicht bezweifle, an keiner Stelle bezweifle. Das kann man messen. Wir können das vor allem im Meeresspiegelanstieg sehr exakt messen mittlerweile. Es gibt überhaupt keine Frage, dass dort Veränderungen stattfinden. Die Frage sozusagen ist, sind diese Veränderungen unmittelbarer Anlass für die Menschen zu migrieren, zu wandern und sich sozusagen auf die
auf den Weg in andere Teile der Welt zu begeben. Und Sie sehen schon an den Begrifflichkeiten hier den Wandel. Ich habe es Ihnen nochmal vereinfacht mitgebracht, wo Sie das sehen, so über die Zeit. Also die ersten auch wissenschaftlichen Arbeiten, also nicht nur die Massenmedien, wo über Environmental Refugees oder Climate Change Refugees gesprochen worden, bis hin, dass sich dann in den 90er Jahren so Environmentally Induced Migration durchgesetzt hatte. Sie sehen, das ist schon ein deutlich schwächerer Begriff, schon deutlich weniger alarmistisch. Hier kommt der wissenschaftliche Migrationsbegriff auf einmal hinein. Da bleibt das nicht so auf so einer rein alltagssprachlichen Ebene. Dann später Climate Change Induced Displacement, nochmal relativierender bis hin. Und der Foresight Report von 2011 ist so etwas wie so ein Meilenstein bisschen in dieser Entwicklung. Also sehr, sehr viel zitierter internationaler Report, der dann nur noch von Migration Influence by Environmental Change spricht. Das heißt, Environmental Change kann eine Ursache sein für Migration, es kann aber auch eine Ursache neben sehr, 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 sehr vielen anderen sein. Und es ist gar nicht gesagt, dass es die dominante ist, es sagt nur noch aus, dass irgendwie Umweltveränderungen eine gewisse Rolle spielen. Und das beschreibt eigentlich ganz schön auch den Diskursverlauf, den ich hier mal mitgebracht habe, Ihnen aus einer Grafik aus dem Atlas der Umweltmigration, der in mehreren Sprachen erschienen ist, auf jeden Fall in Deutsch, Französisch und Englisch. Das ist wirklich ein Dokument, das sich lohnt anzusehen. Auch hier mit einem relativ alarmistischen Unterton, das muss man sagen. Ich finde, das bin ich total begeistert von diesem Dokument. Aber es liefert extrem viele Anschauungsmaterialien und hier eben auch dieses mit dem Versuch, die Entwicklung der Debatte über die Umweltmigration darzustellen. Und Sie sehen, es wird vor allem dargestellt anhand von zwei Polen, also zwei Wissenschaftscommunities, wenn Sie so wollen, die sich sehr stark widersprechen in ihren Aussagen und in ihren Erwartungen, in ihren Erklärungen für Migration, in denen Umwelt- und Klimaveränderung irgendeine Rolle spielt. Unten sozusagen ist die Ebene der Umweltexperten, Medien und NGOs, die sich sozusagen entwickelt hat von einem Argument einer humanitäre Bedrohung durch den Klimawandel, Ungerechtigkeiten zwischen dem globalen Norden, der die Emissionen produziert, und dem globalen Süden, der sozusagen die negativen Folgen des Treibhauseffekts zahlen muss, hindern bis in eine sozusagen Sicherheitsdiskussion, Bedrohung für Europa, für die Festung Europa, Bedrohung von Nordamerika. Und mittlerweile ist dieser Diskurs sehr stark dort angekommen, dass im Grunde die Sicherheitslage Europas sozusagen der Anlass ist, sich Sorgen zu machen über die Menschen, die vielleicht migrieren, und gar nicht mehr die humanitäre Katastrophe, auch in den NGOs sicher, zum Teil auch, aber nicht nur, die in den Ländern des globalen Südens sich abspielt. Das ist sozusagen die Ebene so der Naturwissenschaften, die auch von sehr vielen naturwissenschaftlichen Kolleginnen und von Kollegen von mir immer noch vertreten wird. Und auf der einen Seite sehen Sie oben sozusagen eher die Community der Migrationsexperten und Expertinnen, also der Spezialisten für die Erklärung und Prognose von Migrationsströmen, die zunächst von einem Epiphänomen sprachen. Das ist eine sehr harte Ablehnung sozusagen der naturwissenschaftlichen Forschung. Das heißt, es gibt eigentlich gar keine Kausalbeziehung. Umweltveränderung, Klimawandel und Migration haben nichts miteinander zu tun. Mittlerweile ist man auch dort vorsichtiger geworden. Sie sehen das oben in dem Pfeil angedeutet, in die Hauptargumentation: Umweltveränderung, Klimawandel spielt eine Rolle für Migration. Sie ist aber nur einer neben anderen Faktoren und sie ist nicht im Hauptfaktorenbündel dabei. Es sozusagen begleitet im Prinzip Migrationsmotive, die eher in anderen Bereichen liegen. Und angedeutet hier, und ich glaube, dem würde ich auch zustimmen, ist, sehen Sie an dieser rot gezackten Linie, dass sie im Prinzip am Ende so abkippt. Es gibt im Moment, das glaube ich und das hoffe ich sogar auch, eine Verschiebung hin, dass die Migrationsexperten Deutungshoheiten gewinnen, während die rein naturwissenschaftliche, etwas aus meiner Sicht etwas vereinfachte Erklärung von Migration in die Defensive gerät. Und das ist, glaube ich, der Stand, wo wir heute sind, und das ist auch ein Grund, weswegen ich so empfindlich reagierte bei den Umweltflüchtlingen. Also Sie sehen, Umweltveränderung, Klimawandel hat was zu tun mit Migration, aber eher nicht die Hauptursache. Und das möchte ich Ihnen heute auch zeigen, dass es eben nicht so einfach ist. Und dass auch die naturwissenschaftlichen Befunde nicht so einfach sind, einfache Kausalschlüsse zu ziehen. Wir können also vereinfacht sagen, es gibt diese Debatte zwischen Alarmisten: Zukunft große Katastrophe, Millionen von Klimaflüchtlingen machen sich auf den Weg nach Europa, nach Nordamerika, entweder als humanitär argumentierend oder eben die Sicherheitslage im globalen Norden vor allem im Auge habend.
Und man kann auch sagen, wenn man sehr stark vereinfachen möchte, ist es ein bisschen die Umweltwissenschaften versus die Migrationsforschung. Das hatten Sie gerade in dieser anderen Abbildung ja auch schon gesehen. Oder auch Massenmedien, viele NGOs, die meistens relativ uneinsichtig sind bei dieser Thematik. Das erlebe ich sozusagen nicht jeden Tag, aber zumindest alle paar Wochen. Und Gremien für nationale Sicherheit. Also im Prinzip, die auch diese Millionen eigentlich aus politischen Gründen auch immer haben möchten, weil sie sozusagen erleichtert, die Außenschranken der Länder hochzuziehen. Mauer nach Mexiko, die Sicherung der Festung Europas, letzten Endes legitimiert mit dieser Drohung dieser Millionen von Klimaflüchtlingen. Und auch hier versus wieder dieser Migrationsforschung. Ich möchte gleich sagen, manchmal, vielleicht zwischendurch glauben Sie mir das vielleicht nicht, ich bezweifle nicht den Klimawandel. Ich bezweifle auch überhaupt nicht den anthropogenen Effekt im Klimawandel. Wir können das, den Klimawandel können wir messen, da gibt es überhaupt keine Frage. Und der anthropogene Effekt ist so deutlich belegt in den Hinweisen, auch wenn er sozusagen nicht ganz einfach beweisbar ist, aber so deutliche Hinweise, dass wir davon ausgehen müssen, dass dieser Effekt eine Rolle spielt. Die Frage ist nur, löst das diese Migrationsströme aus? Das ist die eigentliche Frage, mit der ich mich beschäftigen möchte. Ich möchte das an diesen Beispielen machen, die ich Ihnen gerade schon auf der ersten Eingangsfolie gezeigt habe. Westküste Afrikas, also die Küste Westafrikas, vor allem das Untersuchungsland, wo wir am meisten tätig sind, Ghana. Das ist vor allem der östlichen Küstenabschnitt von Ghana. Ich möchte mit Ihnen nach Indonesien gehen, nach Java, dort, wo wir die massiven Anstiege des Meeresspiegels haben, die höchsten der Welt, wie ich vorher sagte. Und am Ende, und das will ich ein bisschen ausführlicher machen, weil hier potenziell besonders viele Menschen betroffen wären, das Ganges-Brahmaputra-Delta im Wesentlichen auf dem Staatsgebiet von Bangladesch. Und Kiribati habe ich auch schon angesprochen, das habe ich Ihnen nochmal hier in Orange eingezeichnet. Gucken wir uns kurz die naturwissenschaftliche Lage an. Jetzt gibt es hier in dieser Vorlesungsreihe sicher Berufenere als mich, Ihnen das zu erläutern, aber einen kurzen Blick darauf zu werfen, wäre schon sinnvoll. Wir wissen ziemlich genau, dass der Meeresspiegelanstieg, und das ist sozusagen ja der wesentliche Treiber, der vom Klimawandel ausgelöst sozusagen diese Migration dauerhaft beschleunigen könnte, dass der bei 3,2, 3,3, 3,4 Millimeter im Jahr liegt, im globalen Durchschnitt. Jetzt fragt man sich so ein bisschen als Laie, woher weiß man das so genau? Das weiß man eben durch extrem viele Satellitenüberflüge. Das heißt, es sind meistens Altimetriedaten, Satellitenmessungen der Oberfläche oder mittlerweile auch Gravitationsmessungen, also Erdschwerefeldmessungen, von denen wir das relativ genau wissen. Das Problem ist nur, diese ganzen Methoden sind relativ schwach, wenn sie an der Küste sind. Das heißt, in einem gewissen Abstand von der Küste funktioniert das ganz gut und sie werden sehr ungenau, wenn sie an die Küsten rangehen. Das ist ein bisschen ungünstig, weil mitten im Ozean vielleicht diese 3 mm gar keine Rolle spielen. An den Küsten aber sozusagen Menschen leben, die das betreffen können, und da kann ich nur noch sehr ungenau messen. Da kann ich dann oft nur noch auf Pegelmessungen zurückgreifen, die dann wirklich genauere Werte liefern. Das möchte ich aber jetzt gar nicht ausführen, das sehen wir auch später nochmal. Aber Sie sehen hier, dieses Mittel von ungefähr 3,2, 3 mm ist ein globaler Durchschnitt. Es gibt Regionen der Welt, wo es deutlich höher liegt. Das sehen Sie ja alles, was in Rot reingeht. Und Regionen, wo der Meeresspiegel sogar sinkt, was hier blau eingezeichnet ist. Sie sehen aber schon eine Konzentration der Anstiege. Das hat einfach damit zu tun, dass die thermische Expansion sozusagen ein ganz wesentlicher Treiber des Meeresspiegelanstiegs ist, also höhere Temperaturen des Meereswasser dehnt sich aus und deswegen die niederen Breiten vor allem sehr stark davon betroffen sind, das können Sie sehen. Aber Sie sehen auch eine sehr starke Abweichung. Meeresströmungen spielen eine Rolle. Für Nordeuropa spielt eine extreme Rolle, habe ich mir von einem Kollegen, der das solche Messungen macht, neulich sagen lassen, wie das Grönlandeis abschmilzt, wie schnell das abschmilzt. Und es wird mittlerweile davon ausgegangen, dass wenn das Grönlandeis sehr schnell abschmilzt, der Meeresspiegel an der europäischen Küste eher sinkt. Das heißt, für die Niederlande kein Problem mehr da wäre in den nächsten Jahrzehnten. Das hängt offensichtlich sehr, sehr stark ab von dem Schmelzen des Grönlandeises, weil das Eis schmilzt, das erhöht ja nicht nur den Meeresspiegel, sondern es kühlt das Wasser auch ab. Das heißt, die thermische Expansion wird begrenzt und sie haben alle möglichen Effekte. Ich will jetzt auf die Einzelheiten hier nicht eingehen, aber wir müssen davon ausgehen, dass sozusagen kleine, lokale, regionale Effekte, dass diesen durchschnittlichen Meeresspiegelanstieg extrem leicht und extrem stark variieren. Die OECD hat 2007 eine große Studie in Auftrag gegeben, die britische Kollegen vor allem bearbeitet haben, die sich damit beschäftigen sollte, könnt ihr prognostizieren, wie viel mehr Menschen in großen Hafenstädten der Welt von
Meeresspiegelanstieg, Zunahme von tropischen Wirbelstürmen, Zunahme von Sturmfluten, von Überschwemmungen und so weiter betroffen sein werden. Und sie haben 136 Städte untersucht, die an der Küste liegen oder küstennah sind. Und das sind die Ergebnisse. Und ich habe mal rot alle umrahmt, die entweder in meinen Untersuchungsgebieten eigentlich liegen. Das heißt Dhaka, Chittagong, Khulna. Sie sehen, Bangladesch ist gleich mit den drei Städten in der obersten Liga mit dabei, mit einer massiven Erhöhung der Menschen, die von diesem von Meeresspiegelanstieg und begleitenden Phänomenen betroffen sein werden. Und in Blau habe ich die dargestellt, die nicht genau in meinen Untersuchungsgebieten liegen, aber nah dran, wie Kalkutta, hier als Kolkata, der neue indische Name, sehr dicht an Bangladesch, wie Lomé, Abidjan, sehr dicht an den westafrikanischen Küsten, die wir untersuchen, und Jakarta auch sehr nah, oder eigentlich im Prinzip sogar auch eins unserer Untersuchungsgebiete an der Nordküste von Java in Indonesien. Und Sie sehen, das sind massive Zahlen. In Dhaka wird eine Verzwölffachung der potenziell betroffenen Menschen bis 2070 erwartet. Hier geht es gar nicht bis 2100, 2070. Das sind dramatische Zahlen und ich bezweifle sie auch gar nicht. Das sind, glaube ich, realistische Abschätzungen. Wir müssen uns nur klar machen, es sind eigentlich hier zwei Phänomene im Gange, die diese Zahlen bestimmen, die Verzwölffachung in Dhaka und dann die relativ hohen Werte auch für diese anderen Städte auf dieser Skala. Das eine ist tatsächlich sozusagen das veränderte Natursystem. Aber das andere und wahrscheinlich viel, 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 viel wichtiger für diese Zahlen ist die Urbanisierung der Erde. Die extreme Konzentration von immer mehr Menschen in diesen Küstenstädten. Das heißt, solche Zahlen sind ja nicht sozusagen Indikatoren für die Veränderung des Natursystems, sondern sie sind auch und wahrscheinlich in diesem Fall sogar deutlich mehr Indikatoren für die Verstädterung der Erde, für veränderte wirtschaftliche und gesellschaftliche Verhältnisse auf der Erde. Also wirklich ein Mix. Aber es ist gar keine Frage, wenn ich solche Rechnungen mache, komme ich auf eine große Zunahme von potenziell betroffenen Menschen. Nur gibt es außer der Migration halt auch noch andere Möglichkeiten. Ich könnte mich anpassen vor Ort. Ich könnte kurzzeitig migrieren, ich könnte migrieren über kurze Strecken. Das heißt, ich kann alles Mögliche machen, sich mit diesen Veränderungen zu begegnen. Es muss nicht unbedingt in diesen millionenhaften Flüchtlingsströmen, in Anführungszeichen, tatsächlich enden. Ich möchte auf mein erstes Beispiel eingehen. Das ist das, was ich schon angesprochen habe, die Südostküste von Ghana, östlich von Accra. Und Sie sehen vor allem sozusagen um die Volta-Mündung herum, die eine große Rolle hierfür spielt. Sie sehen den großen Volta-Stausee, einer der größten Stauseen der Erde hier in Ghana. Und dann sagen weiter östlich bis nach Togo hinein. Vor allem Keta ist eine Stadt, die sozusagen sehr stark in der Literatur in den letzten Jahren diskutiert wurde. Keine besonders große Stadt. Keta wird so die 50.000, 60.000 Einwohner haben. Ist nicht dramatisch, aber Keta versinkt extrem schnell im Meer. Und deswegen ein Gebiet, wo auch die deutsche Forschung sich deutlich damit beschäftigt hat. Ich habe Ihnen das ein bisschen vergrößert. Hier sehen Sie nochmal, Keta liegt so auf so einer ganz dünnen Landenge, wenn Sie so wollen, die das Meer, den Atlantischen Ozean, abtrennt von der Keta-Lagune, also schon eine relativ empfindliche Lage, schon eine relativ exponierte Lage. Und hier sozusagen haben wir diese massiven Stranderosion, Küstenerosionsprozesse, die wir im Moment sehen. Sie sehen aber auch hier, wo Sea Defense steht, die ghanaische Regierung baut sozusagen Deiche auf, Steinschüttungen auf, um dieser Erosion zumindest teilweise zu begegnen, die hier auch aufgeschüttet werden, unter anderem auch vor Keta. Und wenn Sie nach Keta fahren, das zeige ich Ihnen alle Bilder, die sind so zwischen 2017 und 2019 aufgenommen worden, sieht das so aus. Das heißt, große Teile der alten Stadt sind eigentlich nicht mehr bewohnt, sind häufig überschwemmt und eigentlich im Prinzip von Dünen letzten Endes eingenommen. Das heißt, Keta und auch die Nachbarstädte entsiedeln sich eigentlich vom Meer her und sozusagen wälzen sich immer wieder um ins Binnenland, wenn dort noch entsprechend Platz wäre. Und eins wird an meinem Punkt, oder das ganz deutlich, an den sogenannten Fort Prinzenstein. Fort Prinzenstein ist ein dänisches Fort. Das war sozusagen zur Zeit der Gold Coast, wollten die Dänen, wie andere europäische Staaten oder Länder auch, hier ihre kolonialen Interessen sichern. Und die Dänen haben im 18. Jahrhundert hier ein Fort aufgebaut. Das sieht heute so aus, das Fort Prinzenstein. Das ist eine Aufnahme von 2019 und Sie sehen, 2070 stand das noch völlig unbeschädigt da. Die Hälfte dieses alten Forts, des alten Stadtkerns von Keta ist mittlerweile verschwunden.
Ich zeige Ihnen noch ein paar andere Bilder. Also sieht das dort aus. Das Schöne ist, was ja auch das Schöne für uns heute ist, dass die deutschen Kartografen vor dem Ersten Weltkrieg sehr aktiv in dieser Gegend waren, weil Keta auch sehr viele Handelsbeziehungen mit dem Deutschen Reich damals hatte. Die Grenze zu Togo, zu Togoland, also der deutschen Kolonie, war nicht weit entfernt. Und deutsche Kartografen haben sich sehr intensiv sozusagen mit dem Küstenverlauf beschäftigt. Und wir haben deswegen eine Karte von 1910, wie Keta, oder ein Stadtplan, wenn Sie wollen, von 1910 von Keta, durch deutsche Kartografen des Deutschen Reichs damals aufgenommen worden. Und Sie sehen den Küstenverlauf hier, der 1910 eingezeichnet war. Und hier schon um die 2000er Jahre sehen Sie die obere Linie, die hier dann später eingezeichnet wurde für lokale Behörden. Die Hälfte dieser historischen Stadtanlage ist mittlerweile verschwunden. Die Hälfte der Stadt ist einfach weg. Und Sie sehen auch in der Mitte, wenn Sie so genau gucken, sehen Sie auch noch das Fort Prinzenstein. Auch das ist in der Hälfte durchgeschnitten. Das heißt, die Hälfte der Stadt ist mittlerweile dem Meer anheimgefallen. Wenn Sie sich die Zahlen angucken, sehen Sie, das ist nicht nur ein Prozess der letzten 3-4 Jahre oder der letzten, auch der letzten 10 Jahre, sondern geht weiter zurück. Seit den 80er Jahren, könnte man sagen, passiert das massiv schnell, dass sich hier die Küstenlinie zurückzieht. Jetzt könnte man sich ja fragen, was macht das mit den Leuten? Die Leute, die hier ihre Häuser verlieren, müssen ja gehen. Natürlich, und das tun sie auch. Das ist ganz schön, weil Kollegen aus Bremen und Berlin vor einigen Jahren eine Untersuchung gemacht haben, die glücklicherweise auch unsere beiden Untersuchungsgebiete, sowohl das in Nordjava, das ist die Stadt Semarang vor allem an der mittleren Nordküste von Java, als auch Untersuchungen in der Region Keta gemacht hat. Und ich möchte jetzt auf diese kleingeschriebenen Zahlen nicht ganz eingehen. Wenn Sie sich das angucken, sehen Sie im Grunde, beide Gebiete, sowohl die Nordküste Javas als auch die Küste von Ghana, haben diesen massiven Einbruch des Meeres ins Land hinein. Die Reaktion der Menschen bezogen auf die Migration sieht aber vollständig unterschiedlich aus. In Ghana ist tatsächlich Migration eine Reaktion darauf. Das heißt, die Menschen verlassen die Gegend. Das heißt nicht unbedingt, dass sie nach Europa kommen und das heißt auch nicht, dass sie in Millionen in die USA einwandern wollen, aber es das heißt, sie verlassen sozusagen diese Gegend. Und zwar nicht nur die zerstörten Häuser, sondern auch die ganze Region. Während die Zahlen für Semarang sehr deutlich zeigen, fast sozusagen die und eine sehr, sehr ähnliche Ursache der Umweltveränderung haben sie diese Prozesse nicht. Die Leute bleiben, obwohl dramatische Umweltveränderungen stattfinden. Die Bremer und Berliner Kollegen haben das erklärt mit kulturellen Unterschieden. Das heißt, ob ich migriere oder nicht, ob ich versuche, irgendwie, was irgendwie möglich ist, vor Ort noch zu retten oder ob ich gehe, hängt vor allem von kulturellen Faktoren ab. Das ist die Erklärung sozusagen, auf Java hat man eine sehr sesshafte Bevölkerung. Wanderung ist stigmatisiert, Sesshaftigkeit ist kulturell, gesellschaftlich viel höher bewertet. Und die Bevölkerung um Keta herum ist selbst eine Migrantenbevölkerung, das heißt, entspringt einer migrantischen Tradition. Man kann auch tatsächlich nachweisen, dass die Ewe, die hier leben, vor allem aus dem Norden des heutigen Togolands erst im 19. Jahrhundert gekommen sind und hier dann zu Fischer wurden. Das heißt, das Argument ist, kulturell ist hier Migration was völlig Normales, überhaupt nicht stigmatisiert und in Java ist es wenig akzeptiert. Jetzt bin ich Wirtschaftsgeograf und da tut man sich manchmal schwer mit solchen kulturalistischen Bewertungen. Ich will auch gar nicht negieren, dass Kultur eine Rolle spielt. Bei der Frage, wie gehen Menschen mit Umweltveränderungen, mit Meeresspiegelanstieg und ähnlichen Prozessen um. Aber mir scheint hier auch eine sehr starke wirtschaftliche Erklärung dahinter zu liegen. Keta ist sozusagen auch wirtschaftlich auf dem absteigenden Ast eine sterbende Stadt. Das hat damit zu tun, dass die ghanaische Regierung, die Provinzregierung für das Land östlich des Voltas in das Binnenland verlagert hat, in den alten deutschen Kolonialzentralort. Ein bisschen abseits der Küste, Keta, die Funktion verloren hat. Und der Tiefseehafen von Ghana, des modernen Ghanas, der ab den 60er Jahren ausgebaut wurde, nicht in Keta gebaut wurde, sondern einige Zehner von Kilometern weiter westlich, damit er dichter an Accra, der großen Metropole Ghanas, dran ist. Das heißt, es gibt wirtschaftlich wenig Gründe, dort zu bleiben. Und deswegen ist es viel einfacher, die Abwanderungsentscheidung zu treffen. Egal wie es auch immer sei, wie die Verhältnisse liegen, kulturelle Erklärungen sind nicht ganz unplausibel und die wirtschaftlichen Erklärungen sind auch nicht unplausibel. Es zeigt nur, dass zwei Bevölkerungen, die ähnlichen Umweltveränderungen ausgesetzt sind, vollständig anders reagieren. Nämlich die einen mit Abwanderung und die anderen echt mit
bleiben vor Ort und wenn sie wandern, dann nur über sehr kurze Distanzen, wie Sie hier bei der Vergleich dieser Tabelle sehen, die aus Befragungsdaten damals generiert wurde. Und das heißt, dass Sie in Keta finden, ist wie dieser Mann, mit dem ich mich länger auch unterhalten habe. Sie sehen, der wohnt mittlerweile eigentlich sozusagen nur noch in dem Hinteranbau seines Hauses, weil das Haus vollständig weggerissen wurde vor einigen Jahren von mir und zieht sozusagen in seinem Grundstück irgendwie um und versucht sozusagen immer in dem, was von dem Gebäude noch steht, weiter zu wohnen. Der erzählte mir, er würde auch ganz gerne in ein Umsiedlungsprojekt hineingehen, das auf der anderen Seite von Keta Richtung der Lagune angesiedelt wird und so aussieht. Aber es ist ja politisch sehr schwierig, man müsste sehr gute Verbindungen haben, um das zu tun. Und deswegen harrt er sozusagen dort aus. Der wandert aber nicht, aber er hat mir erzählt, dass alle seine Söhne, alle seine Töchter mittlerweile woanders leben. Er versucht hier zu bleiben und versucht im Grunde auch das Haus zu verlassen, hier in diese Umsiedlungsgebäude hinein. Jetzt habe ich Ihnen vorher schon gezeigt, dass die Regierung von Ghana tatsächlich auch versucht, technisch was dagegen zu tun, also mit technischen Maßnahmen. Das sind solche Steinschüttungen vor Keta, die auch jetzt dazu geführt haben, dass eine gewisse Abbremsung des Erosionsprozesses in dieser historischen Stadt stattfindet. Das Problem ist nur, die Erosion greift östlich und westlich davon an, in vielen Dörfern. Und das heißt, um Keta herum sehen viele Dörfer genauso aus, sind im Grunde wüstgefallene Siedlungen, die Menschen gehen. Das heißt, Migration ja, jetzt keine Millionenströme und nicht unbedingt tatsächlich sozusagen globale Migrationsströme, die davon ausgelöst werden, aber Menschen reagieren mit Migration an diesem Beispiel. Und Sie haben ja schon gesehen, in Zentraljava ist das vollständig anders. Hier sehen Sie ein Bild aus Semarang, wo wir viele Untersuchungen gemacht haben. Wir haben vor allem den Raum Semarang untersucht und den Raum Jakarta. Jetzt über viele Jahre hinweg und werden es auch die nächsten Jahre an anderen Teilen der indonesischen Küste noch weiterführen im Rahmen eines Schwerpunktprogramms der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wo sozusagen die deutsche Forschung zu Meeresspiegelanstieg und zu Auswirkungen des Meeresspiegelanstiegs zusammengeführt wurde über verschiedenste deutsche Universitäten hinweg. Wir sehen, das ist ein ganz normales Bild in Semarang, also so sieht es praktisch jeden Tag aus. Das heißt, in Semarang kommt die Überschwemmung nicht alle paar Jahre, sondern ist im Prinzip zu den meisten Jahreszeiten tagtägliches Phänomen, mit dem die Leute leben. Und nicht nur auf der Straße steht das Wasser 30, 40 Zentimeter, sondern natürlich auch in den Häusern. Das heißt, hier gehört das einfach zum ganz normalen Leben dazu, dass Teile der Stadt unter Wasser stehen und das fast täglich. Ja, das sind nochmal die beiden Gebiete, die wir erforschen und sehen hier die Lage von Semarang entlang der zentralen Nordküste von Java. Und Jakarta ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Aber auch Semarang ist eine Stadt von mehreren Millionen Einwohnern, also einer der wichtigen Hafenstädte von Javas. Jakarta ist natürlich noch deutlich größer. Und wenn Sie sich dort angucken, wenn Sie dort rumlaufen in den Küstenstadtteilen von Semarang, sieht das häufig so aus. Die Straße wird immer höher gelegt, sozusagen die öffentliche Infrastruktur wird versucht noch in Gang zu halten, die Häuser sinken daneben ein. Das heißt, sie sinken einfach im Boden. Sehen Sie auch nochmal hier unten links ganz schön. Und auf der rechten Seite, das ist meine Mitarbeiterin Lisa Bott, die hat viele Stärken, aber es ist nicht ihre Körpergröße, die sie beeindruckend macht. Die ist ungefähr 1,55 Meter, 1,57 Meter groß. Sie sehen aber, dass der Lisa diese Dachlinie bis zum Kopf reicht. Das heißt, Sie sehen, hier wird weiter aufgestockt. Sie sehen, diese alte Säule war die früher sozusagen die dachtragende Säule des Hauses. Mittlerweile ist das Haus aufgestockt worden. Was die Menschen also tun, wenn ihre Häuser in den Boden versinken, ist, das neue Haus auf das alte zu bauen. Alle 5 bis 10 Jahre wird das neue Haus auf das alte gebaut, um möglichst in dieser Region bleiben zu können und sie eben nicht verlassen zu müssen. Das ist ein Wettlauf, der hart ist, weil hier, ich hatte es ja schon gesagt, hier steigt der Meeresspiegel zumindest relativ besonders schnell. Wir haben in vielen Teilen von Semarang, und das gilt auch für Jakarta, ungefähr 10 Zentimeter pro Jahr. In manchen Gegenden 17 Zentimeter pro Jahr. Und stellen Sie sich das mal vor, 17 Zentimeter pro Jahr ist viel, 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 viel mehr als im globalen Durchschnitt haben und bedeutet 1,70 Meter alle 10 Jahre. Und dann sehen Sie eben, dass Sie alle 10 Jahre das Haus auf das Alte bauen müssen, um dort mitzuhalten. Die Straße muss sozusagen alle paar Jahre erhöht werden. Und man hat diesen Wettlauf gegen die Zeit. Also dramatische Veränderungen. Und das sehen Sie auch ganz schön hier. Das ist sozusagen eine Satellitenaufnahme des Stadtgebiets von Semarang. Und dann wieder so ein Badewannenmodell. Man guckt einfach mal, wenn wir 77,5 cm Meeresspiegelanstieg haben, wie viele Teile der Stadt unter Wasser stehen werden. Und Sie sehen, das sind massive Teile dieser Stadt. Im Grunde alles, was unten auf den Küsten nahe liegt, auf den Schwemmlandflächen, wird in einigen Jahren unter Wasser stehen. Gucken wir uns auch sozusagen die naturwissenschaftliche Lage wieder an und auch da zeigt sich, dass es halt doch nicht so einfach ist.
Das ist eine, wir arbeiten in diesem Projekt vor allem zusammen mit Kollegen aus Potsdam, dem Geoforschungsinstitut von Potsdam. Und das Schöne ist, an der Nordküste von Java, durch den Boxing Day Tsunami 2004, ist mit deutschen Geldern, sind dort Pegelstationen aufgebaut worden, mit relativ viel Geld, die eigentlich als Tsunami-Vorwarnung gedacht waren. Also etwas, das mit Klimawandel überhaupt nichts zu tun hat. Tektonische Ursachen für Küstenveränderungen. Aber genau diese Tsunami-Pegelstation können wir heute nutzen, um den Meeresspiegelanstieg genauer zu messen und genaueres zu lernen über den Meeresspiegelanstieg, weil die natürlich im Grunde wie eine normale Pegelstation genau eben auch den Meerespegel misst. Das sind sozusagen Altimetriedaten unserer Kollegen aus Potsdam. Und irgendwie kommt das Ihnen ein bisschen bekannt vor, ist nur ein kleinerer Ausschnitt, aber Sie sehen wieder hier so die besonders hohen Anstiege im Trend des Meeresspiegels hier in den niederen Breiten, vor allem sagen im Bereich östlich dieser indonesischen Inseln. Jetzt habe ich Ihnen mal Java nochmal umkreist mit dem Roten. Und das schon die erste Verblüffung. In Java, an der Nordküste von Java, steigt dieser globale Meeresspiegel gar nicht. Oder anders ausgedrückt, das globale Signal des Meeresspiegels, der Klimawandel, haben Sie gerade in Nordjava eben nicht, obwohl Sie die höchsten Anstiege des Meeresspiegels haben. Aber es ist offenbar nicht, wenn diese Daten stimmen, ein Signal des Klimawandels, sondern vielleicht was völlig anderes. Also sehen schon die erste Irritation. Die Ozeanographen, mit denen wir zusammenarbeiten, erklären, dass die Meeresströmungsverhältnisse in Indonesien besonders kompliziert sind durch dieses Archipel. Das heißt, die Meeresströmungen sind extrem anormal und deswegen haben wir zum Beispiel an Teil der Küste von Sulawesi extrem hohe Signale des globalen Meeresspiegelanstiegs und an der Nordküste von Java besonders wenig. Trotzdem erstmal erstaunlich, dass die Gegend, wo wir weltweit die höchsten Meeresspiegelanstiege messen, eigentlich offenbar relativ wenig mit dem globalen Meeresspiegelanstieg zu tun haben und auch wenig mit Klimawandel zu tun haben. Das ist für uns als Sozialwissenschaftler trotzdem nicht so problematisch, weil wir ja immer sagen, wir sehen an der Nordküste von Java das, was woanders in 200, 300, 400 Jahren an Prozessen stattfinden kann, heute schon, sozusagen wie in einem Experiment. Die andere Frage ist natürlich, gibt es nicht andere Ursachen für diesen Meeresspiegelanstieg? Und natürlich gibt es die auch. Diese Pegelstationen, sehen Sie mal hier rechts in diesem Bild, die damals aufgebaut worden sind nach dem Tsunami 2004, haben nämlich die schöne Eigenschaft, die messen zwar den Pegel in diesem Häuschen, einfach den Pegel der Wasseroberfläche, haben aber oben, rechts oben diese kleine GPS-Antenne und können ihre eigene Vertikalbewegung auch ausrechnen. Und wenn Sie das gegenrechnen, bleibt nichts mehr vom Meeresspiegelanstieg übrig. Oder anders ausgedrückt, das Pegelhäuschen sinkt in den Boden, während der Meeresspiegel eigentlich konstant bleibt, nur relativ konstant. Und das sehen Sie im Grunde an diesen Kurven, an dieser lilanen Kurve und dann an dieser grünen Kurve. Die lilane Kurve sind die Rohdaten des Pegels. Und da sehen Sie das, was wir erwarten würden, Anstieg des Pegels, das heißt ein Anstieg des Meeresspiegels. Wenn Sie das aber korrigieren, um dieses GPS-Signal, wo das Häuschen misst, wie es selbst in den Boden einsinkt, kommen Sie auf diese grüne Linie. Und da sehen Sie gar keine Entwicklung mehr. Also offensichtlich genau, dort spielt eigentlich sozusagen der Klimawandel gar keine Rolle. Und diese roten Punkte sind Altimetriedaten. Also das sind Satellitenmessungen der Oberfläche und die habe ich Ihnen nochmal anders mitgebracht. Und da sehen Sie, wenn Sie die auswerten, so einen sehr leichten Anstieg, also ein sehr leichtes Anstieg des Signals des Klimawandels. Aber im Grunde sind andere Prozesse dominierend. Und die sind im Grunde Landabsenkungen aus zwei Gründen. Das eine ist Grundwasserentnahme. Das ist ja relativ, das sind alles so kleine Schwemmlandebenen. Im Hinterland von Semarang und auch von Jakarta haben wir sehr, sehr steile vulkanische Hänge. Die spülen das Material ab. Das ist relativ jungbiologisch, hat sich noch nicht gesetzt. Und wenn ich sozusagen Volumen entziehe durch Großwasserentnahme, sackt das einfach nach. Und der zweite Prozess ist die massive Baulast durch die Expansion der Städte an der Nordküste von Java. In Jakarta, aber auch hier in Semarang, wird extrem viel gebaut und die Baulasten sozusagen drücken den Boden nach oben, nach unten und sie haben eigentlich Landabsenkungen als den Prozess. Sie sehen, dort wo die Welt so einfach scheint, ist sie offensichtlich doch kompliziert und Sie müssen genauer nachgucken, ob für diesen Meeresspiegelanstieg, den Sie sehen, tatsächlich eigentlich dieses Signal des Meeresspiegelanstiegs das Entscheidende ist. Und das habe ich Ihnen gerade schon gezeigt. Sie sehen massive Umweltveränderungen entlang der Nordküste von Java, ähnlich wie in Westafrika und die Bevölkerung reagiert völlig anders. Das haben Sie gesehen. Sie baut im Prinzip die Häuser auf die alten Häuser auf und versucht, wenn irgend möglich, vor Ort zu bleiben. Jetzt muss man sagen, wenn Sie die Leute fragen, warum tun Sie das, kommen zwei Argumente ein. Das eine ist, nur drei Argumente. Das eine ist sozusagen das kulturelle Argument. Das sagen die Leute auch tatsächlich selbst.
wir sind sesshaft. Wir haben keine Migrationsgeschichte in unserer Familie. Wir bleiben dort, wo wir sind. Das zweite Argument ist ein eigentumsrechtliches. Sagen, das ist unser Grund und Boden. Und den verlassen wir nicht. Wir haben so ein bisschen eine Mischung zwischen eigentumsrechtlichem und kulturellen Argument. Und das dritte ist, die Arbeitsplätze sind in der Gegend. Und das ist gar keine Frage. Die großen Fabriken in Semmerang, die Arbeitsplätze konzentrieren sich auch in der Küstenlage. Und die großen Industrieunternehmen tun genau dasselbe wie die Bewohner. Sie versuchen nämlich auch so lange wie möglich dort zu bleiben. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass ich hier ebene Flächen habe, die ansonsten auf Java ziemlich knapp sind. Das heißt, auch die versuchen das und Menschen bleiben eben dort, wo ihre Jobs sind. Sie sehen also schon jetzt eigentlich so Migrationsentscheidungen hängen offensichtlich sehr stark von kulturellen Faktoren ab und vor allem von ökonomischen Kalkülen. Menschen sind keine Schafe, die wegrennen, wenn der Meeresspiegelanstieg kommt, sondern sie sind rationale Entscheider, die immer wieder ihre Optionen entscheiden. Und Sie sehen, ich werde so ein bisschen emotional bei dieser Sache, weil viele dieser Argumentationen, die Menschen rennen einfach nur in Massen weg, im Grunde ein Menschenbild verkörpert, das ich eigentlich unangemessen finde. Nämlich sie unterstellt im Prinzip Leute im globalen Süden einfachste Verhaltensweisen, einfache Kausalitäten, Meeresspiegel kommt, ich gehe. Aber eigentlich haben wir hier genauso rationale Entscheider wie in anderen Teilen der Welt auch. Also wie kommen wir sozusagen auf die Idee, hier einfachste Kausalbeziehungen wirken zu lassen oder die anzunehmen, wenn wir in unserer eigenen Gesellschaft hier sehr viel mehr ökonomische Rationalität voraussetzen. So ist meine These eigentlich diese einfachen Badewannenmodelle. Und das Gerede von der Klimaflucht stimmt vor allem auch deshalb nicht, weil das Menschenbild dahinter falsch ist. Man könnte sogar sagen, sehr diskriminierend ist. Und das ärgert mich wirklich. Sie sehen also, man kann die Sache eben auch von einer ganz anderen Seite betrachten. Das sind rationale Entscheider. Und wenn ich verstehen möchte, ob es sowas wie Klimaflucht und Klimamigration in größerem Ausmaß gibt und die Klimaflucht über weite Distanzen abläuft, muss ich eigentlich sozusagen die Entscheidungsprozesse verstehen. Und reicht es eben nicht, auf GIS-Modellen irgendwas zu fluten, weil das ist überhaupt nicht abgebildet. Ich möchte deswegen zu meinem dritten und größten Beispiel auch kommen. Das ist der Küstenraum von Bangladesch, dieses Ganges-Brahmaputra-Delta. Und nochmal, das macht sehr viel Sinn, dort zu forschen, weil alles, was dort passiert, tatsächlich durch die extrem hohe Bevölkerungsdichte in dieser Region potenziell Millionen von Menschen betrifft. Also Sie können davon ausgehen, dass sozusagen der Küstenraum von Bangladesch ungefähr 50 Millionen Bevölkerung hat. Das heißt, alles, was dort passiert, kann potenziell ungefähr 50 Millionen Menschen betreffen. Das ist sehr viel. Bangladesch ist ungefähr so groß wie Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zusammengerechnet und hat die doppelte Einwohnerzahl wie Deutschland. Und dann kommen Sie darauf, dass bis in 1200 oder 1300 Menschen pro Quadratkilometer leben, im Gegensatz zu 238, glaube ich, aktuell in Deutschland. Eine viel, viel höhere Bevölkerungsdichte. Die Bevölkerungsdichte in diesem Ganges-Brahmaputra-Delta, und das gilt natürlich für andere asiatische Deltas auch, kommt natürlich daher, dass das Land hier so besonders fruchtbar ist. Das heißt, historisch war ich doch in der Lage, hier eine hohe Bevölkerungszahl tatsächlich zu ernähren durch enorm fruchtbare Böden. Und ein Prozess, der die Böden immer wieder fruchtbar gemacht hat und auch in der winterlichen Trockenzeit die Bodenfeuchte nicht hat völlig abfallen lassen, sind Überschwemmungen. Das heißt, Bangladesch braucht eigentlich sozusagen für seine agrarische Produktion die jährliche Überschwemmung. Nicht unbedingt die vom Meer kommt und sie brauchen schon gar keine Wirbelstürme, die machen nämlich nur was kaputt. Aber die Flussüberschwemmungen in massiven Beträgen, die braucht Bangladesch eigentlich, um überhaupt diese Nahrungsmittelproduktion erhalten zu können. Also auch das scheint keine so ganz einfache Situation zu sein. Wenn Sie sich angucken, was lesen wir in den Medien, habe ich einfach mal so ein paar Sachen ein bisschen wahllos rausgegriffen von 2007, von der Le Monde Diplomatique. Nun sicher keine Quelle, die besonders unseriös ist und keine Sensationspresse. Wird gesprochen von 5,5 Millionen Menschen, die kein Land mehr haben, wenn der Meeresspiegel weiter steigt. Er steigt. Global auf jeden Fall und auch im Golf von Bengalen steigt er. Haben wir die 5,5 Millionen, aber es geht auch noch weiter. Hier sehen Sie der Deutschland, Radio Kultur, auch nicht Sensationsmedien, vergleicht Sylt mit Bangladesch, Sylt unser Bangladesch, Klimagau ganz nahe. Also so der Bezugspunkt auch, um für anderen Teilen der Welt zu erklären, was dort los ist. Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht ein Bericht von Reuters, Bangladesch faces climate change refugee nightmare, steht da. Und wenn Sie dann den Text zu diesem Bild lesen, das auch entsprechend ist, steht hier, Bangladesch drohen in 50 Jahren, dass 20 Millionen Menschen ihre Siedlungen verlassen müssen. Das wäre die Bevölkerung von Australiens. Das heißt, ganz Australien, die ganze Bevölkerung Australiens ist on the move.
20 Millionen Menschen, das hat Australien mittlerweile 25, und es gibt aber auch Zahlen, die hier bis 40, 50 Millionen gehen. Das sind unsere einfachen Badewannenmodelle wieder. Also hier sozusagen scheint sich tatsächlich sozusagen die Zukunft der Welt irgendwie zu entscheiden. Zumindest was die Frage Migration und Klimaveränderungen angeht. Einfach nur deshalb, weil viele Menschen betroffen sind. Keine Fragen, Tuvalu, Kiribati, die Malediven werden auch sehr stark beeinflusst sein. Aber es geht nie um so viele Menschen wie hier in diesen großen Delta-Gebieten. Und das ist auch sicher der Grund, weswegen gerade Bangladesch sozusagen die Zentralfigur oft geworden ist in dieser Diskussion in diesem großen Delta-Gebiet. Und sozusagen rein morphologisch, reliefbezogen spricht vieles dafür. Wir haben eine ganz einfache Reliefkarte mal von Bangladesch mitgebracht. Sie sehen, ungefähr 50% des Landes ist unter der 5 Meter Höhenlinie über den Meeresspiegelanstieg. Die unterste rote Linie ist die 1 Meter Anstiegslinie. Also das wäre das, was wir realistischerweise erwarten können bis 2100. Und Sie sehen, wie potenziell große Flächen tatsächlich betroffen sind. Jetzt würde ich mit Ihnen zwei Dinge mal angucken. Das heißt, der Meeresspiegelanstieg ist für die Menschen ja gar nicht wirklich sichtbar. Das muss man sich ja immer klar machen. 3 Millimeter im Jahr ist schon viel, wenn Sie über viele Jahre wegrechnen. Wenn Sie aber am Ufer stehen, sehen Sie diesen Meeresspiegelanstieg nicht. Das heißt, wie Menschen den Meeresspiegelanstieg und den Klimawandel in dieser Region und natürlich auch in vielen anderen Teilen der Welt tatsächlich merken, ist durch eine Zunahme von Extremereignissen, eine Zunahme von Überschwemmungsereignissen, eine Zunahme von Sturmfluten, eine Zunahme von tropischen Wirbelstürmen, die physikalisch damit zusammenhängen können, dass die Temperatur der Erde steigt. Und die Überschwemmungen könnten auch davon beeinflusst sein. Es gab in Bangladesch schon lange Diskussion, ob die Abholzung im Himalaya dazu führt, dass die Hochwasserwelle im Tiefland schneller ankommt. Alle Messungen und Schweizer Kollegen aus der Universität Bern haben sich sehr lange damit beschäftigt, haben sehr viele Daten gewälzt, finden keine Belege für diese Oberliga-Unterliga-These. Das heißt, wir können eigentlich nicht feststellen, dass die Abholzung des Himalayas irgendeine Rolle spielt für diese Überschwemmungsereignisse im Tiefland. Die andere Argumentation wäre natürlich, die Monsunniederschläge im Sommer könnten schwerer werden. Jetzt muss man sich klar machen, Bangladesch führt sozusagen Wasser ab in dieses Delta-Gebiet aus einem 12-mal größeren Einzugsbereich, der ja bis nach China reinreicht, der bis nach Indien reinreicht, über den Ganges und den Brahmaputra, die ja mächtige Ströme sind. Das heißt, Bangladesch kanalisiert wirklich das Wasser aus einem relativ großen Einzugsgebiet. Und das Dumme an diesem Einzugsgebiet ist nun auch, das ist das stark geregelteste der Welt. Also die Klimastationen mit den höchsten Niederschlägen der Welt finden Sie genau in diesem Einzugsgebiet. Und im Grunde fallen diese Niederschläge auch alle zwischen Juni und September. Den Rest des Jahres ist es trocken. Also im Prinzip alles, was das gegen dieses Land spricht. Großes Einzugsgebiet, kleine betroffene Fläche, am stärksten beregnet und das auch noch in ganz, ganz wenigen Monaten des Jahres. Schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. Und Cherrapunji, das kennen vielleicht einige noch aus dem Geografieunterricht in der Schule, war immer die Klimastation mit den höchsten Niederschlägen der Welt. Die liegt nicht in Bangladesch, aber so 2-3 Kilometer nördlich von Bangladesch, genau in den Meghalaya Hills, die sozusagen das Wasser in das Tiefland spülen. Und da messen sie so 12 bis 13 Meter Niederschlag im Jahr. Im Vergleich zu irgendwie um 700 Millimeter in Düsseldorf. Also Sie sehen, das sind wirklich massive Unterschiede. Das heißt, natürlicherseits ist das Problem vorprogrammiert. Das ist die Frage natürlich, können wir das Klimasignal in diesen Überschwemmungen tatsächlich sehen? Und dazu habe ich Ihnen hier mal eine ganz schöne Statistik mitgebracht, die in Bangladesch mit großem Aufwand jährlich erneuert wird, weil das natürlich entscheidend ist für das Land, wie stark die Überschwemmungen während der Monsunzeit ausfallen. Und sehen, das ist mittlerweile eine relativ lange Zeitlinie von 1954 bis in unsere Zeit, heutige Zeit hinein. Was hier dargestellt ist, und Sie sehen die Prozentzahlen entlang der Y-Achse, sind das Prozent der überschwemmten Staatsfläche. Hier geht es nicht um irgendwelche überschwemmten Niedergebiete, hier geht es wirklich um die gesamte Staatsfläche Bangladeschs. Und Sie sehen 1998 bei der Jahrhundert- oder vielleicht auch Jahrtausendüberschwemmung 70% des Landes für 2,5 Monate zwischen 1 und 5 Meter unter Wasser. Das heißt, eine Donauüberschwemmung, eine Überschwemmung am Rhein, das sind völlig andere Dimensionen, als was Sie hier kennen. Hier sitzen Sie wirklich, sind wirklich 70% der gesamten Staatsfläche, mehrere Meter unter Wasser und das zum Teil mehrere Wochen, zum Teil hier im Fall von 1998 mehrere Monate. Das heißt, was Sie hier dargestellt sehen, ist die maximale Überschwemmungsfläche, bezogen auf die Staatsfläche in diesen Jahren. Und jetzt kann man sich fragen, sieht man ein Signal des Klimawandels? Mit der physikalisch plausiblen Erklärung, die Temperatur der Atmosphäre steigt, die Atmosphäre kann mehr Wasserdampf aufnehmen, der Wasserdampf auf der Atmosphäre wird irgendwann als Niederschläge wieder rauskommen, die Niederschläge nehmen zu und die Flussüberschwemmungen im Land müssten zunehmen. Physikalisch absolut nachvollziehbar. Sehen Sie das?
Ganz einfach ist es nicht, weil wenn Sie jetzt eine Durchschnittsgerade durchlegen würden, also eine Regressionsgerade sozusagen, den Durchschnitt über die Jahre hinweg bei diesen Überschwemmungszahlen, landen Sie ziemlich genau bei einer Parallele zur X-Achse. Und könnten daraus sagen, es tut sich eigentlich nichts. Und immerhin, wir haben ja Zeiträume von 1954 bis heute, das sind einige Jahrzehnte. Da hätte sich ja was tun müssen, wenn der Klimawandel entscheidend wäre. Sie sehen, ja, das ist so. Es gibt keinen ansteigenden Trend. Und wenn, dann nur extrem minimal im Zufälligkeitsbereich. Trotzdem würde ich sagen, hier sehen Sie einen Einfluss des Klimawandelsignals, weil die Extrema zunehmen oder zugenommen haben in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, es ist nicht das Problem, dass der Durchschnitt ansteigt, sondern dass die trockenen und die feuchten Jahre viel extremer auseinanderfallen. Jetzt muss man sagen, in den allerletzten Jahren ist man da sich nicht auch nicht mehr so sicher, die sind so harmlos gewesen. Aber im Grunde ist es die Varianz dieser Werte, die vielleicht das Klimawandelsignal sein können. Es ist nicht der ansteigende Durchschnitt. Das ist ja, glaube ich, relativ deutlich aus dieser Grafik. Das Dumme für die Leute in dieser Gegend ist einfach nur, die brauchen Überschwemmungen. Ein Jahr ohne Überschwemmung ist katastrophal, hat massive Ernteeinbrüche zur Folge. Und das Bengalische ist eine Sprache, die zwei Wörter kennt für die Überschwemmung. Die Barsha und die Bonna. Und die Bonna ist die böse Überschwemmung und die Barsha ist die gute Überschwemmung. Das heißt, ich habe gute Überschwemmungen, die bis zu einem bestimmten Maß, die helfen mir, mein Leben zu organisieren. Die brauche ich auch dauerhaft. Und dann gibt es die bösen Überschwemmungen, wenn sozusagen die Prozentzahl eben sehr stark ansteigt in einigen Ausnahmejahren. Und diese Grenze zwischen Bonna und Barsha ist ungefähr 20% der Landesfläche. Also bis 20% der Landesfläche überschwemmt ist gut und ab 25% wird es schwierig. Und wenn Sie die Trendgerade durchlegen, landen Sie fast genau bei den 20. Das ist gar nicht das Problem, aber Sie könnten hier tatsächlich ein Klimawandelsignal erwarten durch die Zunahme der Extrema. Ich möchte aber jetzt stärker noch eingehen auf die von der Küste kommenden Gefahren. Hier sehen Sie mal eine Karte des zentralen Küstenraums von Bangladesch. Sie sehen, hier ist mit roten Farben eingezeichnet das Zyklonenrisikogebiet mit hohem, mittlerem und niedrigem Risiko. Je dunkler rot, desto höher ist das Risiko, dass dort Flutwellen durchlaufen. In dem nördlichen Bereich, der hier nur noch mit Orange gekennzeichnet ist, werden Sie keine Flutwellen mehr haben, sondern nur noch Starkwinde, wenn tropischer Zyklon hier auf Land stößt. Sie sehen auch, hier sind einzelne Zyklonenbahnen eingezeichnet, die in den letzten Jahrzehnten eben dominant waren oder im Prinzip bis 20. Jahrhundert und bis ins heutige Zeit dominant waren. Sie sehen hier 2007 der dickste Pfeil, das ist Sider. Sider, an den können sich vielleicht einige von Ihnen noch erinnern, das war einer der letzten ganz großen katastrophalen tropischen Wirbelstürme, die hier die Küste von Bangladesch getroffen hat. Sie sehen aber, in vielen Jahren laufen hier tropische Wirbelstürme durch. Immer im Prinzip im sehr ähnlichen Mechanismus. Die entstehen als Tiefdruckzellen über den Golf von Bengalen, bewegen sich dann nach Norden und kippen dann sozusagen in leicht östliche Richtung ab und treffen dann eben in unterschiedlichen Teilen auf die Küste von Bangladesch oder auf die Küste von Myanmar. Und da bin ich sicher, dass es viele von Ihnen noch in Erinnerung haben. 2006, Nargis, 200.000 Menschen gestorben in sehr kurzer Zeit, als der Zyklon eben nicht die Küste von Bangladesch getroffen hat, sondern ein bisschen weiter östlich auf Land getroffen hat. Sider ist einer der wesentlichen der letzten Jahre. Und Sie sehen hier in der kleinen Karte auch noch so eine lila Linie. Das ist Ayla 2009. Das waren die beiden letzten schweren Zyklonen in der Gegend. Ayla ist eigentlich über indisches Territorium gelaufen, war nur sehr stark, dass er auch östlich davon in Bangladesch Zerstörung angerichtet hat. Das ist nochmal der Kurs von Sider, Windgeschwindigkeiten bis 250 Stundenkilometer. Und Sie sehen ganz typisch, sozusagen entwickelt sich unter dem Golf von Bengalen, geht dann nach Norden und kippt dann leicht in nordöstliche Richtung ab. Wenn man sich die Schadensbilanz von Sider anguckt, waren das sicher 3.750 Menschen zu viel, die gestorben sind. Überhaupt keine Frage. Wenn wir aber sozusagen bei den Zyklonen zurückgehen, Anfang der 90er Jahre, waren es doch 140.000 Tote bei einem Zyklon 1991. Wenn wir in die 70er Jahre zurückgehen, waren es 300.000 bis 400.000 Tote nach einem Zyklon. Das heißt, Bangladesch war ungeheuer erfolgreich, seine Menschen zu schützen vor Zyklonen. Im Wesentlichen deshalb, weil man das Frühwarnsystem ausgebaut hat. Das heißt, man weiß heute eher, wann die kommen. Nicht alles ist perfekt, aber ich kann Vorwarnungen organisieren. Bangladesch hat versucht, bis in die letzten kleinen Dörfer hinein, in der Peripherie, durch Informationsketten aufzubauen, hat Menschen ausgebildet, wie sie sich zu verhalten sind, wenn eine Zyklongefahr droht. Und zu guter Letzt wurden hier auch mit internationalen Geldern solche Cyclone-Shelters gebaut, in die sich Leute zurückziehen können und diese paar schwierigen Stunden abwarten. Und dann ist das Wasser beim Zyklon ja auch relativ schnell wieder weg, sodass man diese Unterkunft auch wieder verlassen kann.
Das heißt, viel zu viel Verletzte, viel zu viel Betroffene und viel zu viel Tote, gar keine Frage. Aber auch so ein armes Land wie Bangladesch hat offensichtlich enorm erfolgreich Erfolge erzielt. Ich habe vorher schon Nargis angesprochen in Myanmar. Myanmar war damals eine Militärregierung, ist vielleicht auch zum heute noch, kann man darüber streiten, aber damals auf jeden Fall, völlig unumstritten eine Militärregierung, die völlig überfordert war, ihre Bevölkerung zu schützen, auch wahrscheinlich gar keine Präferenz hatte, ihre Bevölkerung zu schützen. In der gleichen Zeit hat Bangladesch mit einem anderen Staatssystem, eine leidlich funktionierende Demokratie, nicht perfekt, aber leidlich funktionierend, es offensichtlich geschafft, die Bevölkerung zu schützen, mit ungefähr den gleichen ökonomischen Möglichkeiten, die diese Länder haben. Sie sehen auch hier, wie stark das eigentlich variiert. In Nargis 2006, totale Katastrophe, ein Jahr später sieht er in Bangladesch mit so vielen Toten, gar keine Frage, aber ein deutlich geringeres Ereignis, wenn sie soziale Katastrophe anguckt, die damit verbunden war. Jetzt habe ich Ihnen mal das mitgebracht für die Zyklonen auch. Das muss ich leider mal ein bisschen aktualisieren. Die geht nur bis 2007, diese Grafik, aber die Verhältnisse haben sich nicht geändert. Oder sie sind sogar noch abgeschwächter geworden. Der Trend ist sogar noch deutlicher gewesen in den letzten Jahren. Das sind die großen Zyklonen mit ihren maximalen Windgeschwindigkeiten. Physikalisch, Klimawandel müssten die zunehmen. Gar keine Frage, weil die Zyklonen entwickeln sich durch hohe Temperaturen an der Meeresoberfläche. Wenn ich mehr Temperatur habe über den Meer in dem Golf von Bengalen, habe ich mehr Energie im System und je mehr Energie im System, müsste eigentlich stärkere und häufigere Zyklonen ausüben. Physikalisch völlig klar. Sehen können wir das nicht. Da tut sich gar nichts. Die letzten Jahre war es sogar eine abnehmende Bedeutung von Zyklonen für die Menschen. Und auch die Windgeschwindigkeiten und Ereignisse haben eher abgenommen als zugenommen. In der Karibik haben wir völlig andere Verhältnisse. Da stimmt sozusagen die einfache physikalische Erklärung hier überhaupt nicht. Das heißt schon, die naturwissenschaftlichen Befunde sind gar nicht so einfach zu interpretieren. Physikalisch alles total logisch und sie können es am Ende nicht messen. Und das, was die Leute angeht, was wirkt, ist für die Leute eigentlich nicht spürbar. Wenn man sich das anguckt, wie die Küstenregion zum Teil aussieht, sind das so typische Bilder, die mein amerikanischer Kollege von der Ohio State University aufgenommen hat. Dort sehen Sie hier oben einen Deich, der durchschnitten wurde. Das ist allerdings schon 4-5 Jahre bevor dieses Bild aufgenommen wurde, passiert, der bis dahin nicht wieder aufgebaut wurde. Das heißt, die Infrastruktur, die Schutzinfrastruktur wird immer wieder durch Überschwemmungen, auch zum Teil durch Erosion der Flussufer, immer wieder zerstört. Sie sehen hier große Zerstörungsflächen, die Sie überall sehen, entlang der großen Flussmündungssysteme in Bangladesch oder entlang der Küstenlinie. Und rechts unten, das ist ein besonders frustrierender Fall, das ist auf einer großen, der Mündung des Meghna vorgelagerten Insel. Hier wird versucht, mit Sandsäcken das Krankenhaus, das Bezirkskrankenhaus, das Distriktkrankenhaus zu schützen. Der Ort ist eigentlich schon im Wasser, den gibt es gar nicht mehr. Das Krankenhaus versucht man verzweifelt hier mit Sandsäcken zu schützen. Und man braucht jetzt nun wirklich keine prophetischen Gaben zu haben, zu sagen, das wird vielleicht noch 3-4 Jahre gehen. Auf Dauer wird dieses Krankenhaus auch nicht zu schützen sein. Also wir sind wirklich in einer Gegend mit dramatischen Veränderungen. Das heißt, hier habe ich nicht nur Wirbelstürme und Überschwemmungen, sondern die verändern auch ständig die Landoberfläche. Also im Prinzip eine ständig in Bewegung sich befindende Region. Dann müsste man eigentlich erwarten, hier müssten die Leute doch wirklich weggehen. Hier müsste doch wirklich Abwanderung bestehen. Und auch die amerikanischen Kollegen, mit denen wir über die letzten Jahre immer zusammengearbeitet haben, haben auch diese Karte mal entwickelt. Das sind Bevölkerungszahlen, also Entwicklung der Bevölkerungszahl. Sie sehen relativ kleinräumig entlang des Küstenraums von Bangladesch. Das ist auf Union-Ebene, das könnte man sagen, ist fast so eine Gemeindeebene, wäre das in Deutschland. Also relativ kleinräumig. Jetzt brauchen Sie es gar nicht genau sehen, ganz einfach eigentlich zu interpretieren. Je dunkler blau das wird, desto stärker die Bevölkerungsabnahme. Je dunkler rot das wird, desto höher die Bevölkerungszunahme. Die ganze Gegend wächst. Die Bevölkerung in dem gesamten Küstenraum von Bangladesch nimmt zu. Jetzt können Sie berechtigterweise sagen, naja, das sind ja keine Migrationszahlen, das sind ja Bestandszahlen von Bevölkerung. Da hätten Sie auch völlig recht. Das heißt, was da auch mit drin ist und was eben nicht rausgerechnet ist, um auf Migration zu kommen, wäre die natürliche Bevölkerungsentwicklung. Durch die Geburtenüberschüsse, die wir in vielen Bereichen dieser Küstenregion noch haben, wächst die Bevölkerung halt durch natürliche Überschüsse. Die natürlichen Überschüsse sind aber regional und lokal kaum differenzierend. Das heißt, in der Interpretation des Rot- und des Blauens betrifft das nur den absoluten Betrag, aber nicht die Relation zwischen Blau und Rot. Das heißt, hier sehen wir schon eigentlich im Prinzip sozusagen in der kleinräumigen Aufteilung sozusagen Migrationsprozesse könnten zumindest abgebildet sein. Und sie reiben sich die Augen.
Das hätte man nicht erwartet eigentlich, wenn man denkt, Klimawandel, Meeresspiegelanstieg, Menschen gehen. Offensichtlich passiert das ziemlich wenig in den küstenorientierten Gebieten. Je dichter sie an der Küste sind, desto eher dominiert eben das Rot eigentlich hier. Und das Blau ist eher im Landesinneren. Hätte man genau umgekehrt erwarten müssen. Das heißt, die Gemeinden mit den Bevölkerungsverlusten sind im Landesinneren und eben gerade nicht an der Küste. Und dann wird es sehr unwahrscheinlich, dass hier irgendwelche Meeresspiegelanstiegsrelevanten Gefahren den Prozess ankurbeln. Und jetzt sind wir noch nicht in einer komplizierten Berechnung oder sowas. Eine ganz einfache, super simple Karte. Und Sie sehen schon hier, dass es deutliche Irritationen gibt. Die Leute gehen nicht dort weg, wo wir es eigentlich erwarten müssten, wo sie diesen Küstengefahren ausgesetzt sind, sondern im Prinzip in zwei Gebieten. Diese Rotgebiete kann man eigentlich so einigermaßen eingrenzen. Entweder wenn sie dicht an den Städten sind. Was Sie hier in der Mitte rot sehen, im Norden, ist es Abwanderung nach Dhaka. Das ist sozusagen Urbanisierung von Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, die mittlerweile so ungefähr 18 Millionen hat. Und Bangladesch, in Köln klappt das ein bisschen besser, in Düsseldorf stimmt die Rechnung nicht ganz. Dhaka wächst jedes Jahr um Köln dazu. Jedes Jahr, alle zwei Jahre kommt Köln dazu in Dhaka. Das heißt massive Wachstumsprozesse. Das speist sich zum Teil aus der ländlichen Bevölkerung, die aber nicht von den Küstengegenden kommt, sondern von den Teilen, die dichter an der Großstadt liegen. Und einen zweiten Prozess sehen Sie auch, diese dunkelblauen Flächen hier so weiter, etwas weiter westlich. Das hat sehr viel damit zu tun, dass sich die ökonomische Basis dieser Gegend total verändert hat durch ihren Einbezug in Globalisierungsprozesse. Und ich sage es noch deutlicher, durch Konsumveränderungen in Europa, Westeuropa, den USA und Japan, wird hier sozusagen die ökonomische Basis total verändert und das hat einen deutlich größeren Einfluss auf Migration als alles, was wir mit Klimawandel in Verbindung setzen könnten. Und das ist im Wesentlichen der Übergang von Reisanbau, der klassischen Anbauform, zur Garnelenmast in Massen. Das heißt, Reisfelder werden bis zum Horizont unter Wasser gesetzt, Salzwasser wird ins Land reingeflutet, um tropische Garnelen für den europäischen und nordamerikanischen Markt herzustellen. Und wenn Sie dort in Fabriken gehen, sich das angucken, dann können Sie genau sagen, das sind Garnelen für Europa, das sind Garnelen für die USA. Und ich war hier schon einige Male mit Studentengruppen aus Köln hier in diesen Garnelenfabriken. Und was Sie dort sehen, sind die Verpackungen, die Sie bei uns im Supermarkt finden. Das heißt, mit deutscher Beschriftung, das deutsche Preisschildchen schon drauf, der Barcode für den deutschen Supermarkt schon hier drauf gedruckt in Bangladesch. Das zeigt also, dass hier, ja, gibt es massive Gebiete mit massiver Abwanderung. Aber die Ursache ist nicht der Klimawandel, sondern unsere Vorliebe für tropische Garnelen. Die Veränderung der Küche in Europa ist im letzten Endes der Grund für diese massiven Änderungen. Wenn ich Ihnen mal auf der Karte zeige, alles, was hier gelb eingezeichnet ist, ist das Zentrum dieser dramatischen Veränderung der Landoberfläche. Garnelenfarmen sehen so aus, wie da links, das heißt, da brauchen sie kaum mehr Arbeitsplätze. Die ganzen Arbeitsplätze dieser Region verschwinden, weil hier können zwei, drei Aufseher, sozusagen die Mastzeit der Garnelen, die sind dann meist 90 Tage in diesen Mastteichen, können die überwachen. Zur Ernte brauchen sie ein paar Leute mehr, aber auch ganz wenige. Das heißt, die vielen, vielen Arbeitsplätze, die es gab im Reisanbau für die Produktion von den lokalen Nahrungsmitteln, sind verloren gegangen und die Leute haben diese Gegend verlassen, weil sie keine Arbeit mehr hatten. Das hat mit Klimawandel ziemlich wenig zu tun. Das hat eher sozusagen mit Veränderungen von globalen Warenströmen zu tun. Oder nochmal deutlich gesagt, eigentlich mit unseren Konsumpräferenzen. Hier in Europa, hier in Düsseldorf. Das löst das letzten Endes aus. Jetzt will ich das gar nicht beklagen. Und Sie können natürlich berechtigterweise sagen, naja gut, aber das ist doch eine Wertschöpfung, die dort realisiert werden kann. Das sind doch Devisen, die ins Land kommen. Sie hätten auch völlig recht. Ein Boykott hier zu wahren, um diese Umwelt zu schützen vor Ort, wäre vielleicht auch nicht das Richtige. Da würde die ganze Wirtschaft im Küstenraum mittlerweile zusammenbrechen. Die hat gar keine Chance mehr, irgendwelche neuen Arbeitsplätze so schnell aufzubauen. Das Problem ist nur, wenn Sie einmal das Land geflutet haben mit Salzwasser, um die Garnelen zu mästen, können Sie nicht im nächsten Jahr wieder Reis anbauen. Das ist nicht irreversibel, aber es dauert zumindest sehr, sehr lange, bevor Sie die hohen Salzkonzentrationen wieder aus dem Boden haben. Und das ist nun ein Beispiel, eine Region hier im Küstenraum von Bangladesch. Das ist eine Satellitenbildauswertung, die wir gemacht haben. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Details eingehen. Sie sehen, das ist Rampal, das liegt hier dort, wo der gelbe Kasten auf der Karte ist. Was hier deutlich zunimmt in der Oberflächenstruktur, ist Wasser. 20% Zunahme der Wasserflächen in dieser Gegend in relativ wenigen Jahren. Das ist eindeutig und fast ausschließlich die Expansion dieser Garnelenteiche. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, was passiert hier eigentlich,
ist es ja schon so, dass dieses Delta langfristig immer gewachsen ist. Das heißt, Schrumpfen, Einbruch des Meeres, eben gerade nicht die Erfahrung hier, sondern diese großen Flüsse, Brahmaputra, Ganges und auch der etwas kürzere Meghna, bringen massenweise Sedimente immer wieder in das Delta. Und das Delta ist ja massiv gewachsen seit der letzten Eiszeit. Das heißt, seit der letzten Eiszeit haben sie ein enormes Delta-Wachstum. Das heißt, eine zweite ganz wichtige Größe, tektonische Einflüsse gibt es auch noch, gebe ich zu, aber die zweite ganz wichtige Größe ist nicht sozusagen nur, wie das Meer sozusagen aufs Land kommt, sondern auch, wie sich das Land aufbaut. Und der Aufbau des Landes, die Sedimentationsverhältnisse, die werden sehr viel stärker bestimmt durch solche Landnutzungsänderungen oder zum Beispiel durch Staudämme, die Indien entlang des Ganges baut. Alles das hat einen viel größeren Einfluss auf diese Veränderung dieser Sedimentationsgeschehen. Jetzt würde ich aber, wenn Sie jetzt sagen, es verlässt aber die Migration ein bisschen stark, deswegen will ich auf die Migration auch gerne wieder zurückkommen. Nochmal die Karte, die Sie vorher schon gesehen haben. Jetzt nur sozusagen mit ein bisschen anderem Merkmal. Sie sehen diese grünen Flächen. Dort haben wir größere Untersuchungen durchgeführt, 2014, 2015, also wirklich Befragungen von sehr vielen Menschen durchgeführt, nach Migrationsentscheidungen, nach Migrationsgeschichten von Familien, die dort leben. In 9 Untersuchungsgebieten, und wir haben die so ein bisschen aufgeteilt, manche waren küstennäher, manche waren dicht an Flüssen, wo die Flussufererosion eine große Rolle gespielt hat, manche waren ein bisschen dichter an der nächsten großen Stadt und manche lagen ein bisschen peripherer, um einfach unterschiedliche natürliche und auch siedlungsstrukturelle Bedingungen aufzunehmen in diesen 9 Untersuchungsgebieten. Einige von denen waren von Ayla sehr stark betroffen, also von dem Wirbelsturm 2009, einige von dem Wirbelsturm 2007 Sida betroffen, einige auch davon weniger und einige waren mitten in diesen Garnelengebieten, andere lagen außerhalb von denen. Jetzt muss man sagen, in Bangladesch, es ist wirklich verblüffend, also ich beschäftige mich ja einigermaßen damit, aber mir fällt es wirklich schwer, auf dem Laufenden zu bleiben, was dort an wissenschaftlichen Studien in den letzten Jahren gelaufen ist. Also die Schlagzahl mit Studien zu Migration und Umweltveränderung aus Bangladesch ist so hoch, dass Sie selbst, wenn Sie sich hauptsächlich damit beschäftigen, eigentlich nicht mehr alles lesen können. Wirklich enorm viel, was da publiziert worden ist in den letzten Jahren. Jetzt haben diese Untersuchungen hier auch in anderen Teilen der Welt oft darunter gelitten, dass man tendiert hat dazu, in den großen Städten die Aufnahmesiedlungen zu befragen, woher kommen sie denn, wenn sie hier nach in die großen Städte gehen. Das hat einfach damit zu tun, dass viele dieser Migrationsstudien sehr stark in diesem Megacities-Kontext eingeordnet sind. Und man hat, weil Bangladesch jetzt nun nicht eine ganz einfache Forschungslandschaft ist, sich oft mit relativ kleinen Samples begnügt, also mit relativ kleinen Stichproben begnügt, sodass die ganzen Untersuchungen bis für die letzten, würde ich sagen, 4-5 Jahre einen ziemlichen Bias hatten, nämlich einen Bias hin zu den Empfangsgebieten. Dort lernen sie nämlich überhaupt nichts über die Leute, die nicht migriert sind, weil sie ja nur die befragen, die migriert sind. Selbst wenn es ganz wenige sind, haben sie nur Daten über die. Und dass kleine, anekdotische, zusammengestellte Samples auch keine große Rolle spielen, ist, glaube ich, auch klar. Und man kann eigentlich sagen, seit 2012, beschleunigt seit 2015, also wirklich in den letzten Jahren, gibt es die ersten Arbeiten, die sozusagen mit repräsentativen Stichproben arbeiten und das ist ganz interessant, auch mit ganz anderen Daten arbeiten. Amerikanische Kollegen arbeiten mittlerweile mit Mobilfunkdaten, um Migration zu erforschen. Das ist ziemlich raffiniert, weil die Bangladeschis, das Mobilfunknetz in Bangladesch hervorragend ausgebaut, deutlich besser als in Deutschland, also in Bangladesch gibt es keine Funklöcher, das kennt man dort überhaupt nicht. Und deswegen hat auch jeder fast ein Handy mittlerweile, das heißt, mit dem wird telefoniert. Und Sie können praktisch in Echtzeit fast minutengenau die Bewegung von Menschen nachvollziehen. Mit sozialwissenschaftlichen Befragungsmethoden hätten Sie das nie schaffen können. Gar keine Chance, das zu tun. Und was diese Untersuchungen sehr deutlich zeigen, die haben wir sehr häufig gemacht, als Zyklonen durchgelaufen sind durch das Land, dass die Menschen dem Zyklon ausweichen und nach 6 Wochen sind 95% aller Menschen wieder dort, wo sie vor dem Zyklon waren. Das heißt, die bewegen sich, die migrieren, aber nur kurzzeitig, nur über kurze Distanzen, kommen möglichst schnell wieder in die Gegend zurück. Wir haben ein bisschen einen anderen Weg gewählt. Wir sind tatsächlich sozusagen mehr traditionell sozialwissenschaftlich vorgegangen und haben versucht, größere Samples, größere Stichproben zusammenzustellen in diesen Untersuchungsgebieten. Und jetzt zeige ich Ihnen mal einige Ergebnisse davon, die, finde ich, nicht ganz uninteressant sind und einiges auch aussagen. Das sind so ganz einfache Auswertungen, so einfache deskriptive Auswertungen. Das heißt, wir haben über 6.000 Haushalte befragt, haben 1.200 Haushalte befragt und haben über 6.000 Individuen sozusagen in ihrer Migrationsgeschichte erfasst. 6.100, ziemlich genau. Also schon eine größere Zahl in diesen 9 Untersuchungsgebieten. Dass es 9 Untersuchungsgebiete sind, das hat methodologisch ein bisschen was zu sagen, kann man uns aber jetzt im Moment noch sparen, uns damit zu beschäftigen.
Das sind also die Forschungen, haben relativ viele Leute befragt, die irgendwas aussagen über die Grundgesamtheit der Menschen, die dort leben in dieser Gegend. Und Sie sehen hier zwei ganz einfache Fragen waren, die Hauptgründe für die Migration und die Art und das Ziel der Migration. Jetzt muss man sagen, sind nur knapp 300 Leute von diesen 6.000 überhaupt jemals migriert. Das heißt, die Migrationsquote liegt je nachdem, ob Sie die Kinder dazu rechnen, wann Sie sozusagen Erwachsene zählen, zwischen 5% und 6%. Das heißt, nur zwischen 5% und 6% der Menschen haben überhaupt jemals eine Migrationsgeschichte gehabt. Jetzt können Sie natürlich sagen, na gut, damit können Sie aber nicht abbilden, dass ganze Familien ganz gegangen sind, weil Sie würden sie ja dann vor Ort nicht mehr antreffen. Die wären ja total weg. Sie würden also kein Mitglied dort mehr erfassen können. Das stimmt. Das ist eine Schwäche dieses Ansatzes, aber wenn man sozusagen das mit anderen Daten gegenrechnet, zeigt sich das echt sehr, sehr stabil, dass wir ungefähr 5% bis 7% der Menschen Migrationsgeschichte haben. Das heißt, wir unterschätzen ein bisschen, aber nicht allzu stark. Die Migrationsgründe sind für mich eigentlich die entscheidenderen Fragen. Und Sie sehen, die roten bis in die orangen Teile hinein sind alles Migrationsgründe, die mit ökonomischen Bedingungen zu tun haben und mit Bildungserwartungen. Das heißt, 3/4 der Menschen migriert aus, von den wenigen, die migrieren, migrieren aus ökonomischen Gründen. Weil sie in der Stadt oder in anderen ländlichen Gegenden bessere Arbeitschancen für sich erwarten und dann auch noch, weil sie die Bildungseinrichtungen in den größeren Städten besuchen wollen. Das heißt, das ist der Treiber. Der nächste große Grüne in der oberen Grafiksektor ist Heirat und Familienzusammenführung. Das sind vorwiegend Frauen, weil in Bangladesch die Tradition ist, dass die Frau, wenn sie heiratet, in die Familie des Mannes ziehen muss. Das heißt, es sind Frauen, die umziehen ins nächste Dorf, weil sie geheiratet haben. Dann sehen Sie noch politische Konflikte und Unruhen mit 2,4% und sonstige Gründe noch 1%. Und jetzt kommt das Interessante. Das war keine offene Frage, sondern wir haben die Migrationsgründe, die die Leute geben, vorgegeben. Eine lange Liste. Und unter dieser Liste von 20 Argumenten, weswegen man migrieren könnte, die wir uns vorstellen konnten, waren 5 bis 6 bis 7 Umweltveränderungsgründe. Das heißt, die Leute konnten sagen, ja, die Flussufererosion, ja, der Zyklon hat dazu beigetragen. Schätzen Sie mal, wie viel Mal das genannt worden ist. Kein einziges Mal. Kein einziger von 6.100 Leuten gibt an, dass in seiner Wahrnehmung Umweltveränderung, Meeresspiegelanstieg, Klimawandel und nicht als die Begriffe, sondern als ihre Auswirkung vor Ort irgendwas dazu mit zu tun hat, dass es migriert wird. Es ist ein Grund für Migration, der vor Ort überhaupt nicht präsent ist. Wirklich null. Also ich habe wenig erwartet, muss ich sagen. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass es 10% sind. Aber gar keiner hat mich doch überrascht. Und nochmal, die Leute mussten nicht sozusagen frei ihre Migrationsgründe auflisten, sondern wir haben die ihnen vorgegeben. Und wir haben wirklich gefragt, hat das was damit zu tun gehabt? Da haben wir gesagt, nee. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, für die für Begründung in dieser Region, die wirklich weltweit die zentrale Region ist, auf die man guckt, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, weil eben so viele Menschen betroffen sind, ist das in der lokalen Bevölkerung überhaupt nicht präsent, dass irgendwelche Umweltfaktoren überhaupt was mit Migration zu tun haben. Wenn Sie sich die zweite Abbildung angucken, denn den unteren Sektor, dort werden die Art und Ziele der Migration befragt, also ob die Migration außerhalb von Bangladesch führt oder innerhalb von Bangladesch bleibt oder ob sie temporär oder dauerhaft ist. Und Sie sehen, Langdistanzwanderungen kommen ganz selten vor und dauerhafte Wanderungen kommen auch nicht allzu häufig vor. Das heißt, wenn migriert wird, dann in der Regel über kurze Distanzen, das kann wirklich von der einen Seite der Insel auf die andere Seite der Insel sein, über 2 Kilometer, über 1 Kilometer, über 3 Kilometer hinweg. Wirklich lange Distanzwanderungen kommen kaum vor. Und wenn sie vorkommen, eigentlich immer als Mix, als Einkommensmix, den eine Familie organisiert, weil es manchmal ganz praktisch ist, wenn sie eine Tochter in Dhaka haben und vielleicht noch einen Sohn in Italien und die Rücküberweisung in die Familie spielen und sie sozusagen so ihr Einkommen der Familie organisieren. Völlig ökonomisch, rational durchdacht. Wie kann ich sozusagen die Einkommen der Familie maximieren? Und trotzdem auch dann gibt es diese Langfrist- und Langdistanzwanderung fast gar nicht. Das heißt, die Befunde sind eigentlich auf dieser Ebene, wenn wir auf dieser Ebene bleiben, eigentlich relativ klar. Umweltveränderungen, Meeresspiegelanstieg, Klimawandel und die Folgen daraus haben keine Bedeutung für Migration, genau in diesem Raum, wo wir die 40, 50 und 30 Millionen erwarten, wenn immer wieder Zahlen wiedergekaut werden und in der Presse vorkommen. Was auch noch sehr deutlich ist, also wie gesagt, ich habe es ja gesagt, auch ökonomische Gründe sind absolut dominierend. Temporäre Wanderungen im Nahraum sind dominierend, haben wir auch gerade schon gesehen.
Und sie sehen, dass nicht die Armen der Ärmsten gehen, die besonders betroffen sind, sondern je mehr Bildung sie haben, je mehr Geld sie haben, je sozial integrierter sie sind, desto höher ist die Migrationswahrscheinlichkeit. Das heißt, die Wohlhabenden migrieren. Migration ist nicht nur was nichts mit Umweltveränderung zu tun hat, sondern auch noch ein Phänomen von wohlhabender Bevölkerung. Auf dieser Ebene, jetzt muss man sagen, kann es aber trotzdem ein Problem geben, dass es sowas gibt wie eine Trap Population, von denen ja sehr viel, über die sehr viel diskutiert wird. Das heißt, Leute, die eigentlich gehen müssten, um ihr Leben mit anständigen Standards weiterführen zu können, aber sich eben das Gehen nicht leisten können, weil offensichtlich ein gewisses Wohlstandsniveau dazugehört, um überhaupt migrieren zu können. Wenn sie zu den Ärmsten der Armen gehören, haben sie diese Option einfach nicht. Das ist sozusagen diese Argumentation dieser Trap Populations. Und das ist, glaube ich, wirklich was, was man beachten muss. Ob diese Nicht-Migration nicht genau diese Trap Population trifft. Das heißt, Leute, die eigentlich für die Weggehen vielleicht eine sinnvolle Option wären, die aber nicht das Geld haben, genau das zu tun. Und hier habe ich Ihnen nur mal eine Abbildung aus dem Foresight Report mitgebracht, 2011, den ich vorher schon erläutert habe, der hier so zeigt, die Trap Population ist genau eine, die besonders vulnerabel ist, das heißt besonders verletzlich gegenüber Umweltveränderungen sind, aber besonders wenig ökonomische Möglichkeiten haben, Migration wirklich Wirklichkeit werden zu lassen. Und das ist, glaube ich, was, worauf die Forschung sich wirklich stark konzentrieren müsste. Nicht auf diese Prognosen von Millionen von Klimaflüchtlingen, sondern um diese Ärmsten von den Armen, denen eine ganz gewisse eine Möglichkeit der Adaption an diese Veränderung eben nicht offen steht. Das scheint ein echtes Problem zu sein, hat so was anderes als von Klimaflucht nach Deutschland und Nordamerika zu sprechen. Also, wenn Sie die Leute direkt fragen, lange Rede, kurzer Sinn, gibt es dieses Argument Klimawandel, Umweltveränderung überhaupt nicht. In einem Raum, wo sie offensichtlich ist. So schnell geben wir natürlich nicht auf. Dann wäre aber keine Wissenschaft, wenn wir sagen würden, jetzt wissen wir alles, Migrationsursachen gibt, sind alles andere, aber keine Umweltveränderung, keine klimawandelrelevanten Ereignisse. Und was dann Sozialwissenschaftler und Ökonomen in der Regel machen, sind Regressionsrechnungen. Also versuchen im Prinzip dann Begründungen herauszufinden, die den Leuten selbst gar nicht präsent sind. Aus einer Kombination von anderen Variablen, die wir erfassen in diesen Datensätzen. Und das folgt einem relativ einfachen Modell. Sie sehen hier die Migration, in diesem Fall verstanden als die Abwanderung aus diesen betroffenen Gebieten, hängt ab von generellen demografischen Merkmalen. Also sowas wie Geschlecht und Alter spielt eine Rolle. Einfache demografische Grundvariablen. Dann hängt das ab, haben Sie gerade schon gesehen, von Humankapital, also im Wesentlichen Bildung. Bildungserwartungen spielen eine Rolle für Migration. Dann Sozialkapital, sozusagen wie eingebunden sind die Menschen in soziale Netzwerke, wie viele Unterstützungsnetzwerke haben sie an ihrem Ort, wo sie leben, aber vielleicht auch in einem Zielort, einem potenziellen Zielort, was die Migration auch erleichtern würde, wenn sie dort schon jemanden kennen. Dann sehen Sie dann sozioökonomische Faktoren, wie Berufe, die die Leute haben, wie Einkommensmöglichkeiten, die Leute haben. Dann physikalische Assets, das sind im Prinzip sowas wie Landeigentum, Zugangsrechte zu Land, die hier abgebildet sind, die Hausqualität, in der Menschen leben, wie sie an Infrastruktur angebunden worden sind und so weiter. Und dann als sozusagen sechstes Faktorenbündel unsere Umweltstressfaktoren, die hier eine Rolle spielt, die wir auch versucht haben, verschiedene Variablen abzudecken. Und eine Regression versucht jetzt eigentlich sozusagen Multivariaten, ein ganzes Set von Prädiktoren zu errechnen, wie viel sie beitragen zur Erklärung von Migration. Das ist im Prinzip, was hier passiert. Und das Charmante ist, und das machen Ökonomen und Sozialwissenschaftler halt häufig so, sie können tatsächlich sozusagen in diesen Daten was erkennen, was im Bewusstsein der Leute gar nicht da ist. Sozusagen indirekte Kausalitäten, das ist sozusagen zumindest die Hoffnung. Und das haben wir gemacht als Multilevel-logistische Regression. Und jetzt ist das mathematisch ein bisschen kompliziert, aber Multilevel ist es deshalb, weil natürlich, wenn Sie neue Untersuchungsgebiete haben, die Migranten in Haushalten befragen, Sie keine Zufallsstichprobe mehr haben, sondern sozusagen die Familien sind eingebunden in den Ort, wo sie leben und der Einzelne ist eingebunden in die Familien, die er lebt. Und das sind diese verschiedenen Levels, die abgebildet sind. Aber ansonsten ist es eine relativ normale multivariate Regression, bis auf diesen Sonderfall, der mathematisch zwar Folgen hat, aber für uns für die Interpretation vielleicht nicht so entscheidend ist. Wenn man sich jetzt diese Faktoren anguckt, das würde ich die nicht im Einzelnen mit Ihnen haarklein durchgehen. Sie sehen, diese demografischen Merkmale haben zum Teil deutliche Erklärungsgrößen, das heißt, Männer wandern eher als Frauen und jüngere Menschen wandern eher als Ältere. Das heißt, die Wanderungswahrscheinlichkeit auch in Zukunft wird wahrscheinlich vor allem Jüngere betreffen und Männer. Jetzt nicht so erstaunlich. Wenn Sie weitergehen, Humankapital, die besser Gebildeten gehen, auch das
trifft ja das zu, was wir vorher schon gesagt haben, das bestätigt sich hier nochmal. Dann bestimmte sozialökonomische Faktoren spielen eine Rolle, das ist jetzt so Selbstständigkeit außerhalb der Landwirtschaft, Hauptbeschäftigung in der Landwirtschaft und so weiter, Einkommen, alles das spielt eine gewisse Rolle. Und jetzt kommen wir zu den Umweltstressfaktoren und Umweltrisiken. Und auf einmal sehen Sie, haben Sie hier signifikant positive Einflüsse. Das, was den Menschen selbst gar nicht bewusst ist, setzt sich hier langsam so ein bisschen durch. Auch nicht alles an Umweltindikatoren ist hier relevant, aber wir sehen zum Beispiel das Leben in Aquakulturgebieten. Das hatten wir vorher schon gesehen, das bestätigt sich jetzt hier, was wir vorher in der Karte schon gesehen haben. Dann Verlust an fruchtbarem Land, in der Regel durch Flussufererosion. Die Flüsse verändern ständig ihre Laufform. Das hat einen gewissen Einfluss, Erklärungsbeitrag für Migration. Dann sehen Sie auch die Entfernung des Wohngebäudes zum nächsten Fluss, zur Meeresküste, setzt sich hier indirekt jetzt doch durch und so weiter. Und wir sehen auch, dann haben wir noch verschiedene Indikatoren für physische Ressourcen und Sozialkapital. Also was Sie sehen ist, wenn Sie so rangehen, geben Sie nicht zu früh auf, wenn Sie so rangehen, sehen Sie doch sozusagen, dass Migration als Begleitgrund eine gewisse Rolle spielt. Also irgendwie in diesem Mix der Abwägung, ökonomischen Abwägung, der rationalen Abwägung mit drin ist. Den Leuten selbst aber gar nicht präsent ist. Da waren wir froh, dass wir zumindest irgendwas gefunden haben, was noch irgendwie was mit Klimawandel zu tun hat. Weil sonst wäre das Ergebnis ja gewesen, egal, Klimawandel spielt keine Rolle, mit Migration hat das alles nichts zu tun. So ganz stimmt es doch nicht. Aber wir können, glaube ich, ziemlich deutlich sagen, dass ökonomische Faktoren absolut dominierend sind. Gar keine Frage. Und dann in der zweiten Linie, so als Sekundärfaktoren, sie dann in komplexen mathematischen Modellen dann irgendwie einen Einfluss von Umweltveränderungen, von Klimaveränderungen aufspüren können. Er ist nicht der Dominante, aber er ist zumindest mit in diesem Mix dabei. Dann sind das individuelle Ressourcen, die Humankapital, leisten erheblichen Erklärungsbeitrag. Das stützt so ein bisschen die These, dass es nicht die Armen sind, die gehen, wir vielleicht da wirklich dieses Trapped Populations Problem haben, sondern die Wohlhabenderen im Grunde die sind, die aus der Gegend abwandern. Aber, und das steht hier als Punkt 3, insgesamt wird diese Ressourcenthese gestützt. Also je wohlhabender, desto eher gehen sie, aber wir finden zum Teil auch Bestätigung für diese Armutswanderungshypothese der Trapped Populations. Ich möchte darauf nicht im Einzelnen mehr eingehen. Was ist zu sagen, was lernen wir daraus? Ich glaube, eins ist sehr deutlich. So eine einfache Konstruktion wie Klimaflüchtlinge ist eigentlich nicht besonders sinnvoll. Ich glaube, das kann man wirklich sehr, sehr deutlich sagen. Sondern wir müssen sozusagen den Migrationsprozess, die Entscheidung zu Migration und Nicht-Migration wirklich differenzierter verstehen und kommen eigentlich nicht weiter sozusagen mit diesen einfachen Kausalmodellierungen, die wir jahrelang immer wieder gesehen haben. Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Das heißt, Migration ist hochkomplex, immer multifaktoral und wir müssten eigentlich die Migration verstehen, um irgendwelche Prognosen machen zu können. Die Prognosen, die Sie heute lesen, stammen im Regel aus der Anfang der 90er Jahre und waren von Myers, glaube ich, damals wirklich aus der Luft gegriffen, aus der Luft gegriffene Zahlen. Die haben keine Begründung, die haben auch keine Zahlenbegründung, die dahinter liegt. Die sind aus der Luft gegriffen und dann werden sie immer wieder zitiert voneinander. Und warum machen wir das, fragt man sich wirklich, wenn wir eigentlich sozusagen Probleme haben, den Migrationsprozess eigentlich zu verstehen. Das ist eigentlich viel sinnvoller, sich dort stärker zu engagieren, als immer wieder diese Zahlen ins Feld zu führen, die im Grunde wirklich aus der dünnen Luft gegriffen sind. Ich muss das so deutlich sagen, die haben keine echte Begründung. Außer diese Badewannenmodelle, aber die sind, glaube ich, auch nicht besonders überzeugend. Das heißt, die Migration im Küstenraum von Bangladesch, und ich glaube, das gilt für andere asiatische Gebiete auch, kann nicht als einfache Flucht aus Notsituationen verstanden werden, sondern im Prinzip als rationaler Entscheidungsprozess. Und da bin ich wieder beim Menschenbild. Gestehen wir den Leuten doch dort zu, genauso rational zu handeln wie Nordeuropa und tun wir nicht immer so, als ob sie sowas wären wie Schafe, die einfach nur der Gefahr kopflos davonrennen. Das ist eben, stimmt eben nicht, wenn wir uns das empirisch genau angucken. Und einen zweiten Aspekt möchte ich auch ansprechen. Viele dieser Migranten, die gehen, rücküberweisen Geld in ihre Familien. Das heißt, im Prinzip ist das Migrationsmuster, das sie in Bangladesch und vielen anderen Teilen der Welt auch finden, im Grunde eine Optimierung des gesamten Familieneinkommens. Und da kann eben die Rücküberweisung des Sohns und der Tochter woanders wesentliche Beiträge zur Stabilität, zur ökonomischen Stabilität der Familie leisten. Sie sehen hier, das sind mal die Heimatüberweisungen der 20 am stärksten vom Klimawandel bedrohten Länder. Hier sehen Sie auch Bangladesch als viertes von unten. Große Rücküberweisungen. Das heißt, Migration ist im Wesentlichen ein familiäres Einkommensoptimierungssystem. Und die moderne Forschung sagt uns nun eindeutig, wenn Umweltveränderungen eintreten, wenn zum Beispiel natürliche Extremereignisse eintreten, wie tropische Wirbelstürme, wie Flussufererosion, ist das immer nur eine Irritation des normalen Migrationsmusters.
Und im Grunde versuchen die Menschen zu diesem normalen Migrationsmuster relativ schnell wieder zurückzukommen. Also eher kurzfristige Störung als langfristige Auswirkung von etwas Großem. Das kann man, glaube ich, sehr eindeutig sagen. Und da ist die Forschung sich auch relativ einig geworden in den letzten Jahren. So, zwei Fazits. Was sagt das nun zum Klimawandel, Umweltveränderung und Migration? Ich bestreite nicht, und das muss ich ganz deutlich nochmal sagen, dass in Zukunft der Klimawandel Migration deutlich beeinflussen wird. Das ist nicht, das Problem ist nicht die Frage. Wir haben den Klimawandel, der ist da und der wird Wirkung zeigen. Es gibt auch eine ganze Reihe von Abers oder im Englischen Buts. Das eine ist, dass die Entscheidung von Migration, Nicht-Migration eben dieser komplexe Vorgang ist, den Sie monokausal mit einer Umweltveränderung nicht erklären können, und zwar ganz systematisch nicht erklären können. Zweitens, Migration ist auch eine Adaptionsmöglichkeit natürlich an Veränderungen. Wenn die Umweltveränderung so stark ist, dass ich dort nicht mehr leben kann, dass ich dort nicht mehr wirtschaften kann, kann es sinnvoll sein zu gehen. Aber es ist eben nur eine Reaktionsmöglichkeit neben anderen, und Menschen können auswählen neben dieser Wanderung oder eben auch anderen Dingen. Es ist eben nur eine und nicht die Adaptionsmöglichkeit. Und das eben auch nicht in Bangladesch und in anderen Teilen des globalen Südens. Dann sehen wir sehr deutlich, dass wir eigentlich diese Umweltveränderungsargumentation kaum trennen können von ökonomischen Motiven. Das aufzulösen ist extrem schwer, eine echte methodische Herausforderung. Dann sehen wir das doch aber ein und tun nicht so, als ob wir das eigentlich ignorieren könnten. Das heißt, für die Menschen ist die Umweltveränderung eigentlich ein ökonomisches Motiv. Das wird sozusagen übersetzt in ökonomische Motive, die dann eigentlich diese Entscheidung steuern. Unmittelbar die Umweltveränderung hat eigentlich mit Migration erstmal gar nichts zu tun, sondern nur, wenn es sozusagen ökonomisch übersetzt wird. Auch das zeigen die Befunde relativ deutlich. Und es zeigt eben auch, dass die Trennung zwischen freiwilliger und sogenannter erzwungener Migration, die dann eher was mit Flucht zu tun hat, extrem schwierig ist. Nochmal, ne, Klimawandel wird einen Einfluss haben auf die Migrationsmuster, das gebe ich völlig zu. Aber ich glaube, was wir heute sehen ist, und das für die Zukunft das völlig anders sein soll, ist eigentlich nicht allzu plausibel als Annahme, ist eigentlich, dass es vor allem temporäre und kurzfristige Wanderungen sind. Warum soll die Zukunft vollständig anders sein in den Erklärungen, als die wir heute haben? Menschen, wenn sie wandern, eher über kurze Distanzen, eher temporär. Kaum über längere Distanzen und kaum längerfristig. Und deutlich weniger. Warum soll sich das in Zukunft total ändern? Jetzt könnten Sie natürlich sagen, ja, aber es kann doch Tipping Points geben. Sie leben doch in einer linearen Welt, wo sozusagen so lineare Trendfortschreibungen annehmen. Und dann verändern sich sozusagen diese Motivlagen im Prinzip nie, weil es eigentlich ein linear sich vorgestellter Prozess ist. Was ist denn, wenn Strukturbrüche eintreten? Sogenannte Tipping Points. Ja, das kann sein, keine Frage. Aber meine These wäre auch, selbst wenn wir Tipping Points erreichen, wenn also lineare Systeme auf einmal zusammenbrechen, haben wir trotzdem noch normale Migrationsentscheidungsprozesse, die wir heute noch kennen. Eigentlich nur auf einer anderen Grundlage. Also auch dann wird sozusagen nicht alles völlig anders, dadurch, dass wir irgendwelche Tipping Points erreichen, von denen wir hoffen, dass wir noch ein Stückchen davon entfernt sind. Nächstes Argument ist, das, was ich gerade schon gesagt habe, die extremen Naturereignisse, die in vielen Regionen der Welt heute schon sichtbar sind, sind eher Störungen von Migrationsmustern als Auslöser von Migrationsmustern. Das heißt, sie sind kurzzeitige Irritationen von etwas, was ohnehin stattfinden würde. Und sehr viel mehr können wir auch aus unseren Daten meistens nicht rauslesen. Das heißt, wir müssten vorsichtig sein bei alarmistischen Prognosen von Millionen von Klimaflüchtlingen. Die sind einfach wissenschaftlich nicht seriös. Sie ignorieren im Prinzip das Verständnis des Migrationsprozesses ganz grundsätzlich. Warum glauben wir diesen Zahlen dann aber, wäre dann meine Frage. Und das Problem, und das ist das Letzte, was ich ansprechen möchte, ist diese extreme normative moralische Aufladung dieser Begrifflichkeiten. Es ist eben nicht egal, ob man über Klimamigration spricht oder Klimaflüchtlinge. Das sind normative Setzungen, die hier transportiert werden aus ganz bestimmten politischen Interessen. Und da muss ich sagen, als Wissenschaftler hat man die Aufgabe, da ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, darf das sozusagen nicht zu schnell machen. Jetzt als allerletzte Folie wurde ich gebeten, von den Veranstaltern Bullet Points aufzulisten, was sie tun können. Als Ergebnis meines Vortrags. Jetzt kann ich natürlich sagen, fahren Sie nicht mit dem Auto, machen Sie keine Fernreisen und so alles, was Sie vielleicht auch schon gehört haben, noch hören werden. Das stimmt natürlich bei mir auch, aber im Prinzip hat es mit einem Vortrag nichts zu tun. Deswegen habe ich versucht, das ein bisschen anders zu strukturieren. Und ich würde sagen, gehen Sie nicht allen Erklärungen vorschnell auf den Leim, bleiben Sie kritisch. Nicht alles, was erzählt wird in dieser Panik um Klimawandel, hat tatsächlich eine echte Begründung. Seien Sie kritisch, schalten Sie Ihren Kopf ein und nehmen Sie auch das wahr, was man kennt. Das heißt, der Klimawandel setzt ja nicht gesellschaftliche Mechanismen außer Kraft. Warum sollte er das tun? Die bleiben natürlich weiterhin, stellen sich aber einem anderen Problem. Aber es ist eine andere Frage als diese Annahme, dass das alles anders werden soll in Zukunft, weil das Ende droht.
Ich glaube, der Druck des Klimawandels soll Sie nicht kopflos machen und vor allem nicht fatalistisch. Auch da bleiben Sie kritisch. Und jetzt kommt der letzte Punkt, der mir aber wichtig ist. Weil ich manchmal weiß, ich werde manchmal falsch verstanden, weil ich mal ein bisschen zu emotional vielleicht auch gegen die Klimaflucht rede. Eins ist völlig klar, wenn wir heute nicht wissen, was die Zukunft bringt, ist das Vorsorgeprinzip die beste Handlungsmöglichkeit. Das ist völlig unumstritten. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie sich die Migrationsmuster verändern. Wir wissen die Mechanismen, wie sie sich verändern können. Aber wir können die Zahlen auch nicht gut prognostizieren. Die Zukunft kann wirklich anders sein, wegen genau diesen Tipping Points, die wir vielleicht erreichen und nicht in dieser linearen Welt weiterleben, die wir sozusagen oft als Verständnis haben. Das stimmt auch alles. Und dann denke ich, ist das Vorsorgeprinzip die beste Verhaltensweise. Und das heißt, tun Sie alles, Ihren Beitrag leisten, um das Signal des Klimawandels möglichst klein zu halten. Wir wissen nicht, ob die Millionen kommen, aber ich kann es auch nicht völlig ausschließen, dass wir Tipping Points erreichen, und deswegen stimmt alles, was Ihnen die anderen auch sagen. Tun Sie das, was Sie tun können dafür, auch wenn die Klimaflucht in der millionenhaften Version wahrscheinlich nicht unser Erlebnis der letzten Jahrzehnte sein wird. Und damit möchte ich mich bedanken bei Ihnen.